Meine sehr geehrten Damen und Herren, schön, dass Sie da sind. Ich freue mich, Sie im Namen der Bundesbank zu der heutigen Auftaktveranstaltung in der Serie Ökologische Ordnungspolitik begrüßen zu dürfen. Die Bundesbank wird zusammen mit dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und dem Zentrum für liberale Moderne eine Reihe von Veranstaltungen zu dem Themengebiet aufsetzen. Für die Bundesbank ist es elementar zu verstehen, wie sich der Klimawandel, aber auch die Klimapolitik auf die Wirtschaft und auch auf das Finanzsystem auswirken. Klimapolitik kann Einfluss haben auf Wachstum, auf Preise, auf Zinsen, auf Inflation. Gleichzeitig können aber auch politische Entscheidungen, die zu spät oder dann abrupt kommen, einen großen Einfluss auf die Finanzmarktstabilität haben. Es ist also sehr wichtig zu verstehen, welche Ordnungspolitik kann es geben und welche Auswirkungen hat diese Ordnungspolitik. Heute beschäftigen wir uns mit der Schwerpunktfrage, welche Rolle haben die Staaten oder der Staat und welche Rolle haben die Unternehmen in der ökologischen Transformation. Ich freue mich auf unser sehr hochkarätiges Panel. Und wenn ich noch einen Appell an alle richten darf, es wäre schön, klare Positionen zu haben, damit es uns Zuhörern auch möglich ist, eine klare Einordnung vorzunehmen. In dem Sinne wünsche ich uns ein gutes Panel und übergebe an Sie, Herr Füchs. Vielen Dank, liebe Frau Mauderer, für die freundliche Begrüßung. Und vielen Dank auch nochmal für die Kooperation. Das kleine Zentrum Liberale Moderne mit der großen Bundesbank und dem berühmten Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung ist eine große Ehre für uns, in dieser Kooperation als Veranstalter unserer kleinen Reihe zu fungieren. Und vielen Dank auch nochmal an die freundschaftliche und professionelle Kooperation. Wir diskutieren heute über den Ordnungsrahmen für die große Transformation, für den ökologischen Umbau der Industriegesellschaft hin zu einer klimaneutralen Produktionsweise. Und ich frage mich manchmal, ob diejenigen, die jetzt vor kurzem neue ambitionierte Klimaziele beschlossen haben, sich über die Tragweite dieser Transformation tatsächlich im Klaren sind. Deutschland hat in den letzten 30 Jahren, also zwischen 1990 und 2020, eine Minderung von 40% der Treibhausgasemissionen erreicht. Da sind so die klimapolitischen Windfall-Profits aus dem Zusammenbruch der DDR-Industrie schon einbegriffen. In den kommenden 25 Jahren ist eine Minderung um das anderthalbfache notwendig. Wenn man alleine den Stromsektor anschaut, dann liegen gegenwärtig die erneuerbaren Energien bei einem Anteil von etwa 50% der Stromerzeugung. Das klingt viel. Aber ihr Anteil am gesamten Endenergieverbrauch verharrt immer noch bei 20%. 80% der Wegstrecke auf der Energieseite liegen noch vor uns. Und in energieintensiven Branchen wie der Chemie- und Stahlindustrie ist Klimaneutralität nur durch grundlegende Prozessinnovationen zu erreichen, die erhebliche Innovationen und Investitionen erfordern. Ähnliches gilt für die Autoindustrie, die Luftfahrt oder andere Schlüsselindustrien. Wir stehen also vor einem gewaltigen Kraftakt, eine moderne, eine hochkomplexe und global vernetzte Industriegesellschaft im laufenden Betrieb umzubauen. Und zwar möglichst so, dass die nötigen strukturellen Änderungen nicht zu ökonomischen und sozialen Verwerfungen führen, die am Ende die Akzeptanz der Klimawende untergraben. Oberflächlich scheint es eine weitgehende klimapolitische Übereinstimmung zwischen den demokratischen Parteien und der Unternehmenswelt zu geben. Die jüngste Nachschärfung der klimapolitischen Ziele mit der Novelle des Klimaschutzgesetzes
rief jedenfalls bemerkenswert wenig Gegenrede hervor. Diese vermeintliche Eintracht wird sich aber vermutlich rasch auflösen, sobald es um das Wie, um die konkreten Schritte und um das Tempo der ökologischen Wende geht. Mit welchem ordnungspolitischen Instrumentarium soll der Übergang in eine postfossile Industriegesellschaft forciert werden? Wo muss der Staat eine aktive Rolle spielen? Wo sind Märkte effektiver? Das ist das Generalthema unserer heutigen Diskussion. Dass Klimaschutz einen aktiven Staat erfordert, dürfte unstreitig sein. Aber welche Art der Regulierung zielführend ist und welche nicht, ist aus unserer Sicht bisher in der öffentlichen Debatte unterbelichtet. Brauchen wir verbindliche jährliche Zielvorgaben, die dann auf alle volkswirtschaftlichen Sektoren heruntergebrochen werden? Wie weit sollen Produktion, Verkehr und Alltagsverhalten staatlich reglementiert werden? Welche Hebelwirkung und welche Grenzen haben CO2-Preise als Steuerungsinstrument? Wer trägt die Kosten? Und wie viel Rücksicht soll auf die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen genommen werden? Diese Fragen sind alles andere als trivial. Sie entscheiden über den Erfolg dieses historischen Projekts und über seine gesellschaftliche Akzeptanz. Mehr als genug Stoff also für circa anderthalb Stunden Diskussion. Wir wissen alle, dass ab 18 Uhr König Fußball sein Recht fordert. Und wir hoffen, dass Sie uns nicht für total weltfremd halten, dass wir diese Diskussion zu diesem Termin angesetzt haben. Aber die Planung ist schon ein bisschen älter als der aktuelle Spielplan der Europameisterschaften. Das Auditorium, wir haben 400 Anmeldungen, ich weiß nicht, wie viele jetzt an Bord sind, soll auch die Möglichkeit haben, sich mit Fragen oder Kommentaren zu beteiligen. Wenn Sie das wollen, nutzen Sie bitte die Chat-Funktion von Zoom. Das kennen Sie inzwischen ja alle. Ich würde gerne jetzt kurz unser Podium vorstellen und beginne mit den beiden Damen, die uns zugeschaltet sind online. Damit Sie bloß nicht den Eindruck haben, das wäre hier ein Mail-only Podium. Monika Schnitzer ist eine der führenden Wirtschaftswissenschaftlerinnen der Republik. Sie ist Inhaberin des Lehrstuhls für komparative Wirtschaftsforschung an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Der Schwerpunkt ihrer Forschung liegt im Bereich der Wettbewerbspolitik, der Innovationsökonomik und der multinationalen Unternehmen. Im letzten Jahr wurde sie in den Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung berufen, den berühmten Rat der Wirtschaftsweisen. Herzlich willkommen, Frau Professor Schnitzer. Angela Titzrath ist Vorstandsvorsitzende bei der Hamburger Hafen- und Logistik AG. Das sieht man so auf dem Bild in ihrem Hintergrund, ihr Imperium in Hamburg, dem größten deutschen Hafenunternehmen. Zuvor war sie in verschiedenen Top-Management-Funktionen bei Daimler-Benz sowie im Vorstand der Deutschen Post tätig. Sie hat Wirtschaftswissenschaften studiert, ist viel in der Welt herumgekommen und spricht, was mich sehr beeindruckt hat, 5 Fremdsprachen. Herzlich willkommen. So, jetzt machen wir hier auf dem Podium in Berlin weiter. Zu meiner Linken Holger Lösch. Er begann seine berufliche Laufbahn als Journalist, wechselte dann in die private Wirtschaft, bevor er 2008 als Leiter Kommunikation und Marketing beim Bundesverband der Deutschen Industrie andockte. Dort sind Sie seit 4 Jahren stellvertretender Hauptgeschäftsführer. Und wir haben uns ein bisschen besser kennengelernt, weil Holger Lösch eine maßgebliche Rolle gespielt hat bei der Studie Klimapfade für Deutschland, die im Auftrag des BDI von Prognos und Boston Consult erarbeitet wurde, eine Art Blaupause für den klimafreundlichen Umbau der deutschen Industrie. Herzlich willkommen. Der nächste in der Reihe ist Dr. Patrick Herhold, Managing Director und Partner eben bei der Boston Consulting Group, einer
der großen weltweit tätigen Unternehmensberatungen. Er ist Gründer und Co-Direktor des Centers for Climate Action von Boston Consult, klingt fast wie eine NGO, und Experte für Klimastrategie und CO2-Reduktion in energieintensiven Sektoren. Herzlich willkommen. Und last not least, Rainer Barke, kennen vermutlich alle, die mit vor allem energiepolitischen Fragen befasst sind, einer der Architekten der Energiewende in der Bundesrepublik. Das ist nicht übertrieben. Er war in der rot-grünen Koalition Staatssekretär im damaligen Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit und maßgeblich am EEG und der Reform des Energiesektors beteiligt. Danach Direktor der Denkfabrik Agora Energiewende, wurde dann von Sigmar Gabriel 2014 erneut als Staatssekretär für Energie im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie berufen, reichte dort 2018 seinen Rücktritt ein und ist heute Direktor der Stiftung Klimaneutralität. Herzlich willkommen, Rainer. Danke. So, genug der Vorrede. Ich würde gerne zu Beginn Rainer Barke und Holger Lösch bitten, zur aktuellen Nachschärfung des Klimagesetzes Stellung zu nehmen. Klimaneutral bis 2045 ist jetzt das Ziel, -65% Treibhausgasemissionen bis 2030, sozusagen schon übermorgen. Sind das aus Ihrer Sicht realistische Ziele, wobei ich darunter nicht nur die technische Machbarkeit verstehe, sondern auch im Sinne dieses Nachhaltigkeitsdreieck, sagen die Implikationen, die das hat für Wirtschaft und den sozialen Zusammenhalt der sagen, Gesellschaft. Auf welchem Weg, mit welchem Instrumentarium können und sollen diese Ziele erreicht werden? Und wie viel Staat und wie viel Markt braucht die ökologische Transformation? Ich würde gerne mit Rainer Barke beginnen. Ja, diese Nachschärfung, so hast du das gerade genannt, beim Klimaschutzgesetz hat ja eine Geschichte. Wir haben am 26. April zusammen mit zwei anderen Thinktanks eine Studie vorgestellt von Prognos Öko-Institut und Wuppertal-Institut, wo wir einige Monate daran gearbeitet haben und aufgezeigt haben, dass Deutschland schon 2045, also 5 Jahre schneller, klimaneutral werden kann. Allerdings muss das Zwischenziel für 2030 auf 65% angehoben werden. 3 Tage später kam dann das bemerkenswerte Urteil des Bundesverfassungsgerichts und dann hat es nochmal 3 Tage gedauert und die Regierungskoalition hat gesagt, wir wollen das Klimaschutzgesetz ändern, genau mit den beiden Eckpunkten, die wir vorgeschlagen hatten, Klimaneutralität 2045 und die 65% Minderung bis 2030. Wir hätten das nicht vorgeschlagen, wenn wir das nicht für realistisch erachten. Das war einer der wesentlichen Grundlagen für die Erarbeitung der Studie, dass das machbar sein muss. Es muss auch ökonomisch optimiert sein. Das hat vor allen Dingen den großen Vorteil, dass wir damit der Atmosphäre nochmal zusätzlich 1 Milliarde Tonnen CO2 sparen. Das ist der eigentliche Sinn und Zweck. Und insofern finde ich das logischerweise sehr gut, dass das Klimaschutzgesetz jetzt geändert worden ist. Nur Ziele sind wichtig, um Orientierung zu geben, aber Ziele allein mindern keine Treibhausgase. Sondern das muss jetzt passieren mit entsprechenden Maßnahmen, mit Instrumenten. Wir haben dazu 50 an der Zahl konkret vorgeschlagen. Die wären in der Lage, dieses Ziel bis 2030 in den nächsten 2 Legislaturperioden zu erreichen. Aber ich will nicht hier den Eindruck erwecken, als ginge das im Schlafwagen. Wir haben jetzt über einen Zeitraum von 30 Jahren 40% Minderung erbracht. Da war die Deutsche Wiedervereinigung dabei. Da hatten wir am Anfang die sogenannten Low-Hanging Fruits, viel Wirkung mit wenig. Und am Ende hatten wir die Corona-Pandemie, sonst hätten wir die 40% auch gar nicht erreicht. Jetzt wollen wir nochmal 25% obendrauf in 2 Legislaturperioden. Das ist klar. Eine Verdoppelung und in einigen Bereichen auch eine Verdreifachung. Und das wird nur möglich sein mit ein paar sehr klaren Ansagen. Und dann kann das nicht mehr so weitergehen, einen kleinen Schritt nach vorn und dann wieder einen halben Schritt zurück.
also ohne eine klare Vorstellung, wie diese Transformation jetzt passiert, wird dieses Ziel nicht erreicht werden. Wir werden uns alle an ein anderes Tempo gewöhnen müssen. Ich glaube, dass wenn wir das richtig machen, wird daraus eine ökonomische Erfolgsgeschichte. Wir wollen, dass die Industrie hier bleibt, aber sie muss natürlich jetzt CO2-frei werden. Und von heute angerechnet sind das noch 23 Jahre und 6 Monate. Dann wollen wir klimaneutral sein. Das ist bestenfalls noch ein Investitionszyklus. Und jede Investition, die jetzt noch in fossile Techniken geht, ist eine Fehlinvestition. Das müssen wir unbedingt vermeiden. Wir dürfen den Fehler bei der Kohleverstromung nicht wiederholen. Gerade vor 10 Jahren noch mal 12 große Kohlekraftwerke ans Netz gegangen. Jetzt greift die Politik tief in die Taschen von uns Steuerzahlern, um die wieder aus dem Markt rauszuholen. Das dürfen wir nicht so weitermachen, sondern wir müssen jetzt klar sagen, ab dem 1. Januar 2045 wird in keinem Bereich unserer Volkswirtschaft mehr fossile Energie eingesetzt. Und dann brauchen wir natürlich das Instrumentarium, das dazu führt, dass wir jetzt diesen Umbau hinbekommen. Da wird es, und ich spreche jetzt mal gleich einige von den unangenehmen Themen an, es gar nicht anders gehen, als die Kohleverstromung bis 2030 zu beenden. Weil die Dekarbonisierung der anderen Sektoren läuft jetzt weitestgehend über den Stromsektor. Und selbst wenn Sie da mehr machen und dann hinterher der zusätzliche Strom, der dafür benötigt wird, aus Kohlekraftwerken kommt, haben Sie unter einem Strich nicht die Treibhausgasminderung. Das heißt, wir werden raus müssen aus der Kohle. Wir brauchen große Mengen von erneuerbaren Energien. Dafür müssen Genehmigungsverfahren gestrafft werden, Fläche bereitgestellt werden und anderes mehr. Das ist aus meiner Sicht alles machbar. Aber es bedarf jetzt eines klaren Regierungsplans. Und nochmal, ich möchte, dass daraus eine ökonomische Erfolgsgeschichte wird. Wir haben jetzt die 3 großen Wirtschaftsräume der Welt, nämlich Europa als erster, dann China und jetzt auch die USA und viele andere Länder, die klimaneutral werden wollen. Das ist jetzt auch ein Wettlauf um die Frage, wer hat die klügste Strategie und wer wird mit seinen Klimaschutztechnologien die Märkte von morgen besetzen. Und ich möchte, dass das deutsche Industrie ist, dass das europäische Industrie ist. Ich habe noch eine Nachfrage, die an einen Begriff anknüpft, den du gerade verwendet hast. Nämlich gesagt, wir möchten gerne, dass aus diesen Zielen ein Regierungsplan wird. Ich war jetzt ein bisschen spitz. Wie viel ökologische Planwirtschaft erfordert diese Zielsetzung und ihre Umsetzung in einer sehr kurzen Zeit? Also wie viel an staatlichen Vorgaben, Top-Down-Steuerung, Regulierung von Konsum, von Produktion, von Verkehr. Also wie soll das ins Werk gesetzt werden? Also nicht das Ob, sondern das Wie. Also es wird gar nicht anders gehen als mit einem Instrumentenmix. Es gibt nicht die Silver Bullet. Also man kann behaupten, dass das alles mit einem einheitlichen CO2-Preis machbar wäre. Das kann man aber nur behaupten, wenn man entweder im Elfenbeinturm der Wissenschaft sitzt oder in der Opposition. In der praktischen Politik funktioniert das nicht. Wir haben mal modellhaft rechnen lassen, was denn eigentlich passieren würde, wenn wir jetzt für den Gebäudebereich und den Verkehrsbereich, wo wir ja das Brennstoffemissionshandelsgesetz hier in Deutschland haben, die neuen Ziele, die jetzt im Klimaschutzgesetz verankert sind, als CAP betrachten würden und würden dann schlicht und einfach einen Suchprozess, nämlich wer zahlt am meisten, um die CO2-Zertifikate zu kaufen. Das wären dann die Tankstellen und diejenigen, die uns Öl und Erdgas verkaufen für unsere Raumheizung. Wir sind bei Preisen gelandet von 200 bis 300 Euro. Und wir haben gerade erlebt, als eine Politikerin vorgeschlagen hat, 16 Euro Cent für Benzin und Diesel, was da in der Republik hier diskutiert worden ist. Und all diejenigen, die vorher immer sagen, marktwirtschaftliche Instrumente, sind gekommen und haben aufgeschrien und gesagt, Spritpreisbremse. Ja? Also ich bin der Auffassung, dass CO2-Preise ein wichtiges Steuerungsinstrument sind. Sie sollten auf jeden Fall eingesetzt werden, aber sie können niemals das alleinige Instrument sein. Deshalb brauchen wir einen Mix. Wir werden ohne Ordnungsrecht nicht klarkommen. Also wenn jetzt nicht die Ansage kommt, am 1. Januar 2045 wird in Deutschland keine Kohle mehr, kein Erdöl und kein Erdgas mehr eingesetzt, dann laufen wir als Gesellschaft in die Entschädigungsfalle, genauso wie wir es gerade bei der Kohle erlebt haben. Wir brauchen also sowohl klare Ansagen, um Fehlinvestitionen zu vermeiden.
Wir brauchen jetzt Anreize für Effizienz, wir brauchen Anreize für die Elektrifizierung der anderen Sektoren. Das wird ein Mix sein aus unterschiedlichen Instrumenten. Mal ist das Förderung, mal ist das auch eine steuerliche Erleichterung, mal ist es das gute alte Ordnungsrecht. Vielen Dank. Herr Lösch, wie klingt das in Ihren Ohren? Als Einladung zu einem großen Aufbruch oder eher als eine Drohung? Ja, ich glaube, dass die Differenzen in den Nuancen bestehen. Ich glaube, dass es in der Industrie, Sie hatten die Studie ja angesprochen, ist natürlich längst klar, dass wir hier über einen Prozess reden, der politisch induziert ist und der aber auch notwendig ist. Also ich habe da neulich mal von Bill Gates in diesem Buch gelesen, wo er sagt, also Zero ist keine Alternative, aber es wird verdammt schwierig. Und ich glaube, das beschreibt eigentlich die Position der Industrie ganz gut. Viele in der Industrie sehen natürlich auch Chancen, ist klar. Manche mehr, manche weniger. Bei vielen mischt sich so eine Lust auf Neues und auf Innovation, die ja der Industrie an vielen Stellen immer immanent gewesen ist, weil sonst würden wir immer noch mit viereckigen Steinrädern durch die Gegend fahren. Aber dann schon auch mit einer gewissen Beklommenheit und insbesondere natürlich in den letzten Wochen. Also ich meine, diese Steigerung des Anspannungsgrades, die ist schon enorm. Herr Parke hat ja gerade die Dimensionen auch dargestellt. Und da würde ich schon sagen, dass viele in der Industrie ein bisschen mehr als vorher sich noch die Frage stellen, ja, wie soll das alles gehen? Grundsätzlich ist ja Klimaschutz eine Frage von Alternativen. Sie müssen Alternativen für ein bestehendes System, mit dem wir im Übrigen zu diesem Wohlstand gekommen sind, auf allen Ebenen anbieten. Und diese Alternativen sind ja nicht nur für Unternehmen, sondern sie sind auch für Staaten, die vielleicht mit anderen fossilen Systemen bislang sehr gut verdienen. Die sind für Unternehmen, aber sie sind natürlich auch für Privatmenschen da. Und ich glaube, hier muss man sich schon auch die Frage stellen, ob, ich sage mal vorsichtig, alles, was man rechnen kann, in der realen Politik und zumal in der globalen Politik dann auch so umsetzbar ist. Und da komme ich gleich mal zu einem für mich sehr wichtigen Punkt. Ich glaube, Politik, die diese Ziele setzt, was sie darf und was sie soll und was sie muss, und Wirtschaft hat diese Ziele zu akzeptieren, da gibt es für mich überhaupt kein Vertun. Aber natürlich nimmt Politik eine große Verantwortung auf sich, weil auf der anderen Seite wir natürlich die Frage stellen, wie wollen wir bei diesem Ziel ankommen? Und da würde ich natürlich als Industrievertreter sagen, also am liebsten würde ich als florierendes, wachsendes, wohlhabendes, exportierendes, führendes Industrieland mit guter Beschäftigung, mit einem guten Sozialsystem dort ankommen. Und ich glaube, diese Frage muss Politik beantworten. Weil sonst kommt es eben zu diesen Akzeptanzproblemen, nicht nur mit der Wirtschaft, die teilweise natürlich die Möglichkeit hat, dann zu sagen, okay, dann mache ich das nicht mehr oder ich mache es hier nicht mehr. Die bauen dann wie Audi halt nach 2030 ihre Verbrennungsmotoren in China. Das ist alles möglich. Aber es geht auch um die Bürger und es geht natürlich auch um die anderen Staaten, die mit uns auf der Welt zusammen sind. Und deswegen glaube ich, ein ganz zentraler Punkt ist, wenn es uns nicht gelingt, global zu einer, oder mindestens unter den G20, zu einer vergleichbaren klimapolitischen Ambition zu kommen, dann glaube ich, werden wir in Schwierigkeiten geraten, weil kein Staat wird es sich leisten können, mit, ich sag mal, kühler Hand zu sagen, das tut mir jetzt leid, um mein Ziel zu erreichen, muss das jetzt sein. Und wenn dir die Hilfe, die ich dir anbieten kann, nicht reicht, dann hast du ein Problem oder dann tut es mir leid. Das wird kein Staat machen. Und da könnte natürlich eine gewisse Überforderung von Staat auch kommen, in dem Sinne, dass wir versuchen, die Brüche, die wir immer noch in der Ambition haben, und bei allem Respekt, aber 2060 klimaneutral in China ist eine Generation von Industrie, also 15 Jahre gegenüber unserem Ziel. Und ich glaube, da könnte natürlich eine gefährliche Überforderung von Staaten auch kommen. Grundsätzlich ist klar, wir müssen neue Technologien skalieren. Das ist absolut Nummer eins. Erneuerbares, ein CO2-neutrales Energiesystem und eine funktionierende zirkuläre Wirtschaft. Das Zweite, natürlich können wir nicht permanent gegen eine Preissituation mit einem existierenden fossilen System laufen. Das heißt, wir müssen das fossile System ausphasen.
Wir müssen drittens dafür sorgen, dass wir die Infrastruktur bei der Hand haben. Ich bin ja auch in der Nationalen Plattform Mobilität, 14 Millionen Elektroautos da reinschreiben. Nur wenn ich mit der Ladeinfrastruktur nicht hinterherkomme, dann werde ich Probleme haben, das zu erreichen. Ein weiterer Punkt ist, es müssen natürlich gesellschaftliche und wirtschaftliche Friktionen möglichst vermieden werden. Dafür gibt es eine Menge Möglichkeiten. Und ja, auch ich sehe an vielen Stellen natürlich Ordnungsrecht, aber das muss man sich als Politik halt immer gut überlegen, wie man das in so eine demokratische Gesellschaft auch einbaut. Und mein letzter Punkt nochmal, wir würden uns alle irrsinnig leichter tun, wenn wir innerhalb der G20 zu einem echten Konsens über vergleichbare oder zumindest sich entwickelnde vergleichbare Ambitionen kommen. Das sehe ich im Moment in der Form, wie wir es bräuchten, noch nicht. Es gibt ein paar Hoffnungsschimmer, aber man wird wahrscheinlich nach Glasgow im November, Dezember ein bisschen klarer sehen, wie wirklich die Ambition ist. Also G7 fand ich jetzt schon relativ enttäuschend. Ich will jetzt kein Zwiegespräch auf dem Podium. Wir haben ja noch andere interessante Diskussionsteilnehmerinnen, aber eine kurze Zwischenbemerkung von Rainer Barke im Interesse einer lebendigen Diskussion. Ja, gerne. Also, wie sind wir denn in diese Situation jetzt gekommen, wo in einem sehr kurzen Zeitraum plötzlich das Klimaschutzgesetz in einer solchen Art und Weise angeschärft worden ist? Wir sind dahin gekommen, weil die Politik Klimaschutz unzureichend betrieben hat und Minderungslasten auf die Zukunft für zukünftige Generationen verschoben hat. Und dann haben junge Menschen beim Bundesverfassungsgericht geklagt und das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, keine Freiheit ohne Klimaschutz. Und bisher war das Klimaschutzgesetz eine Art Selbstverpflichtung der Regierung. Denn es hat ja keinerlei Verpflichtungen gegenüber Dritte ausgelöst, sondern nur die Regierung hat sich selber gebunden und hat gesagt, und wenn wir diese und jene Ziele nicht erreichen, dann schärfen wir ein bisschen nach mit den Instrumenten. Das ist jetzt anders. Mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist Klimaschutz jetzt justiziabel geworden. Und ich glaube, dass die Gesellschaft jetzt zwei Möglichkeiten hat, mit dieser Situation umzugehen. Entweder sie macht jetzt das, was ich bevorzugen würde. Sie legt jetzt einen klaren Plan auf und sagt, wir wuppen das. Wir reduzieren die Emissionen um 65% bis 2030. Und hier ist der Katalog von Maßnahmen, mit denen wir das machen. Oder aber es geht so weiter wie bisher. Die Bedenkenträger gewinnen Oberhand, wir machen viel zu langsam, wir erreichen nicht die Ziele. Dann sage ich vorher, wird es weitere Klagen geben und dann werden wir weitere Situationen erleben, so wie wir sie jetzt gerade in den letzten Wochen erlebt haben, dass dann Politik in der Situation, wir wollen nicht mit einem verfassungswidrigen Gesetz in die nächste Wahl gehen, dann zu kurzfristigen Anpassungen kommt. Dies ist ein disruptiver Prozess, den ich nicht wünsche. Und deshalb plädiere ich ganz eindeutig dafür, jetzt entschieden zu handeln und die ganzen Bedenken beiseite zu wischen und zu sagen, das ist jetzt der Pfad und das sind die Instrumente, damit wir das Ziel dieses Mal auch tatsächlich erreichen. Vielen Dank. Ich würde gerne jetzt zu Frau Professor Schnitzer kommen und noch mal ein bisschen mehr abheben auf diese ordnungspolitische Dimension des Ganzen. Sind Sie denn zufrieden sein mit einer Diskussion, ja, wir brauchen eben einen Instrumentenmix. Ja, wir brauchen marktförmige Instrumente, also Steuerung über Preise, aber selbstverständlich brauchen wir auch Ordnungsrecht und Gebote und sagen Verbote. Im Grunde alle Mittel sind recht, wenn sie zu dem erwünschten Ziel führen. Wie ist so Ihr Blick auf diese Debatte aus einer wirtschaftswissenschaftlichen Perspektive? Dann bin ich tatsächlich genau eine solche Wissenschaftlerin. Ein bisschen lauter, geht es ein bisschen lauter für uns hier, damit wir Frau Schnitzer. Dann bin ich natürlich genau eine solche Wissenschaftlerin, von der es eben hieß, dass sie das immer sehr blauäugig betrachtet. Natürlich wäre sozusagen ein Instrument wunderbar, wenn man einfach sagen würde, man nimmt so ein Instrument wie den CO2-Preis. Und dann lässt man schauen, wer kann am besten reduzieren. Dann bräuchte man keine Diskussion führen, beispielsweise soll ich jetzt Kurzstreckenflüge verbieten, dann würden die Kurzstreckenflüge einfach teuer. Und dann müsste ich mir nicht überlegen, soll ich Tempo 130 einführen, dann würde das Fahren einfach teuer, weil ich die
CO2-Preise entsprechend überwälzen müsste auf die Benzinpreise und dann würde das schnelle Fahren einfach sehr teuer. Das alles ist theoretisch eine sehr elegante Lösung, aber praktisch natürlich nicht wirklich durchsetzbar, und zwar praktisch im Sinne von politisch nicht wirklich durchsetzbar. Das haben wir jetzt gerade erlebt bei der Benzinpreisdiskussion. Jetzt haben wir den CO2-Preis ein bisschen angehoben. Schon beschwert sich jeder über den hohen Benzinpreis, wobei der im Wesentlichen auf den gestiegenen Ölpreis zurückzuführen ist. Aber die Lenkungswirkung wollen wir ja. Und gleichzeitig wissen wir, dass der CO2-Preis ja schon vorgesehen ist, dass er weiter steigt auf 55 Euro in 2-3 Jahren und dann auf bis zu 65 Euro danach. Also das alles ist schon geplant und trotzdem haben wir jetzt hier diese große Diskussion. An der Stelle brauchen wir also dann schon einen Instrumentenmix, wenn wir das politisch verkraftbar machen wollen, denn offensichtlich wehrt man sich dann doch gegen diese ganz harten Maßnahmen, wenn sie offensichtlich werden. Gleichzeitig denke ich, hilft es einfach gar nichts. Man muss an der Stelle einfach ehrlich sein. Wenn wir dieses Ziel erreichen wollen, dann gibt es einschneidende Maßnahmen und dann müssen wir alle bestimmte Einschränkungen auch in Kauf nehmen. Und dann darf man nicht blauäugig sein und sagen, wir wollen in Zukunft erneuerbaren Strom in der Nordsee produzieren mit Windkrafträdern und uns dann keine Gedanken darüber machen, wie dieser Strom in den Süden kommen soll, wo es die Industrie vielleicht braucht. Wenn dann die Diskussion ist, ja, aber Stromtrassen bitte nicht durch meinen Garten oder nicht durch meinen Ort, dann haben wir ein Problem. Und an der Stelle ist die Politik bisher nicht ehrlich genug gewesen. Man sagt zwar, das eine wollen wir, aber das andere, darüber schweigen wir dann. Das andere wollen wir jedenfalls nicht. Man muss in dem Sinne dann schon sagen, was die komplementär notwendigen Maßnahmen sind, damit man überhaupt dahin kommt, auch sich klar darüber zu werden, was denn das Ganze für uns bedeutet. Ich meine, in der klassischen ordoliberalen Diskussion wäre ja die Antwort, der Staat soll Ziele setzen, durchaus auch verbindliche Vorgaben machen, aber das Wie, das soll er bitte dem privaten Sektor überlassen, den Unternehmen mit ihrem Know-how, ihrem Innovationspotenzial, dem Erfindungsgeist von Wissenschaftlerinnen und Forschern und auch der Selbstverantwortung der Bürgerinnen und Bürger. Aber diese Antwort scheint nicht mehr auszureichen, Fragezeichen. Naja, also ich möchte da zwei Punkte ansprechen. Auf der einen Seite ist doch erstaunlich, dass die Industrie immer sagt, bitte, wir wollen selber entscheiden. Ich möchte nicht, dass ihr uns da zu sehr reinredet. Aber wenn es dann darum geht zu sagen, was kostet das, dann doch ganz schnell die Hand aufzuhalten und zu sagen, naja, also ohne staatliche Unterstützung geht es gar nicht. Also man möchte sich nicht reinreden lassen in die Entscheidung, aber gleichzeitig möchte man sich schon finanziell unterstützen lassen. Das passt nicht immer unbedingt zusammen. Und der zweite Punkt ist, ja, natürlich wäre es am schlausten, wenn die Bürgerinnen und Bürger, wenn die Industrie selbst entscheiden würde, wo sparen sie jetzt ein. Aber da muss man sich auch darüber im Klaren sein, dass bestimmte Branchen hier nicht überleben würden. Denn bestimmte Branchen, die sehr energieintensiv sind, für die wäre es dann tatsächlich am besten, sie würden den Laden hier zumachen und woanders produzieren. Das kann man wollen oder man kann es nicht wollen. Und offensichtlich ist das nicht notwendigerweise gewollt. An der Stelle müssten wir eine Diskussion darüber führen. Wollen wir das deswegen nicht, diese Abwanderung, weil wir uns Sorgen um die Arbeitsplätze machen oder weil wir denken, dass bestimmte Bereiche für uns tatsächlich wichtig sind, dass sie hier noch vor Ort sind? Und an der Stelle fängt man nämlich dann an, über bestimmte Branchen zu sprechen und welche man dann doch nochmal etwas anders betrachten möchte. Und an der Stelle muss man dann auch darüber sprechen, wollen wir es auch sektorspezifische Ziele vorgeben, branchenspezifische Ziele. All das braucht man nicht, wenn man sagt, es ist uns egal, womit wir hier unser Geld verdienen. Aber sobald wir sagen, bestimmte Bereiche wollen wir hier haben, auch, wie gesagt, aus Angst wegen der Arbeitsplätze, die uns vielleicht verloren gehen, an der Stelle muss man sich dann schon überlegen, wie geht man mit den einzelnen Branchen um. Vielen Dank, Herr Herhold. Vielleicht können wir diese Debatte über Markt und Staat, Politik und Privatsektor nochmal am Beispiel der Energiewende ein bisschen durchspielen. Der ist ja insofern unterschieden von der Industrie, weil der Umbau zu erneuerbaren Energien nicht nur private Investitionen in
die Produktion dieser erneuerbaren Energien im großen Stil erfordert und dann auch in ihre Veredelung, ja, in synthetische Kraftstoffe oder Wasserstoff, sondern er braucht Infrastrukturen. Ja, das Beispiel Stromtrasse ist schon genannt worden, Pipeline-Systeme für den Wasserstoff, seinen Transport. Also wie sehen Sie da das Zusammenspiel von Politik und Unternehmen? Ja, ich glaube schon, dass wir beides brauchen. Ne? Also auf der einen Seite nur nach dem starken Staat zu rufen, der alles im Detail regelt, kann nicht die Lösung sein. Wir müssen Raum schaffen und weiterhin auch beibehalten, Innovationen zu generieren und sich darüber auch wettbewerblich zu differenzieren. Aber es wird nicht funktionieren ohne eine entsprechende Rahmensetzung durch die Politik. Solange Geschäftsmodelle, die basieren auf fossilen Energien, tatsächlich noch günstiger sind, sowohl für Unternehmen als auch für diejenigen, die letztlich eine Kaufentscheidung treffen, werden wir auf der Stelle treten. Das ist das Dilemma, was wir aktuell noch in vielen Sektoren, nicht nur im Energiesektor, sehen. Und da ist die Politik aufgefordert, aus meiner Sicht tatsächlich die entsprechenden Rahmenbedingungen auch zu schaffen. Von dem Instrumentenmix war die Rede, das würde ich komplett auch teilen. Ich glaube, wir sind an der Debatte ein ganzes Stück weiter als vor 2-3 Jahren. Die Ziele sind gesetzt, die Richtung ist bekannt. Wir haben auch weitgehend einen Konsens darüber, welche technischen Maßnahmen nötig und grundsätzlich auch machbar sind. Was wir jetzt aber zwingend brauchen, sind aus meiner Sicht 2 Dinge. Erstens, wir brauchen die konkrete Rahmensetzung durchaus seitens der Politik und weit über den Energiesektor hinausgehen. Wir haben im Gebäudesektor, im Verkehrssektor, in der Industrie mindestens genauso viel Handlungsbedarf. Energiewende ist ein Wort, das ist 10, 15 Jahre alt in Deutschland. Da kann ich momentan in Nordamerika und Asien noch mich aufs Panel setzen. Aber in Deutschland ist Energiewende quasi ein Begriff. Da kann ich Lessons learned daraus diskutieren. Das Zweite, was ich aber, glaube ich, auch brauche, und es ist auch ein Stück weit eine Aufforderung, Einladung an die Politik, aber letztlich an uns alle, ist auch ein positives Zukunftsbild zu zeichnen. Das hatten Sie vorhin in Ansätzen drin. Unsere gesamte Debatte auch der vergangenen 5 bis 10 Jahre dreht sich zu oft um Kosten, um Gewinner, um Verlierer, um Prozentzahlen einer Emissionsreduktion, um sehr abstrakte technische Maßnahmen und Diskussionen im Detail. Aber dahinter steckt auch eine riesengroße Chance, unser Wirtschaftssystem und letztlich auch unsere Gesellschaft zukunftsfähig zu machen in einem zunehmend internationalen Wettbewerb. Und den Rahmen zu setzen und auch dieses Leitbild zu zeichnen und damit auch Veränderungsbereitschaft zu erzeugen, das ist das, was ich in der Debatte zu stark vermisse und mir auch wünschen würde und von dem ich auch glaube, dass es durchaus auch konstruktiv beitragen kann bei Investoren, ja, bei Unternehmen, bei den Konsumenten und natürlich letztlich auch in der Breite der Politik. Aber ich glaube, insbesondere da muss der Impuls auch aus. Ich muss da nochmal nachhaken. Ich habe mal, das ist schon 8 Jahre her, ein Buch geschrieben, das hieß Intelligent wachsen, die grüne Revolution. Da können Sie sagen, das war sowas wie eine Blaupause für einen Aufbruch in eine postfossile Industriegesellschaft. War aber total umstritten in der Ökoszene und ist es immer noch, weil ein Teil eben doch diese ökologische Transformation vor allem als Einschränkung versteht. Frau Schnitzer hat den Begriff auch gebraucht, ja, als Einschränkungen. Wir dürfen dies nicht, wir dürfen jenes nicht. So, wie würden Sie darauf antworten? Sie hatten ja vorhin die Studie selber angesprochen, die wir mit dem BDI Prognos und unseres BCG auch 2018 rausgelegt haben. Und da war eine Präambel, die wir uns gesetzt haben, auf Verzicht zu verzichten. Wir können Effizienz steigern, wir können neue Technologien investieren, wir können sie skalieren, wir können zeigen, dass sie profitabel sind, wir können zeigen, dass Investitionen in Infrastruktur, Stromnetze, perspektivisch Wasserstoffinfrastruktur, Ladenetze etc., das sind alles Bruttoinvestitionen in unsere Wirtschaftsleistung. Und ich bin persönlich davon überzeugt, dass wir in eine CO2-neutrale Zukunft gehen können, ohne auf Lebensstandard und letztlich auch ohne auf Wirtschaftsleistung verzichten zu können. Ich bin natürlich davon abhängig, dass ich tatsächlich diese Rahmenbedingungen dafür auch schaffe, dass ich eine Ehrlichkeit darüber habe, welche Investitionsvolumina sind erforderlich, dass ich die erforderlichen Verteilungsmechanismen und Schutzmechanismen für Industrien im Übergang tatsächlich auch proaktiv angehe. Wenn ich das nicht mache, dann werden Industrien natürlich wegsterben, dann werde ich die Industrie nicht unterstützen können, ihren Wandel zu erreichen. Aber eine Verzichtsdebatte halte ich tatsächlich auch für gefährlich und eigentlich auch gar nicht notwendig. Was nicht bedeutet, dass Lebensstilfragen und Verhaltensänderungen irrelevant wären. Ja, etwa wenn es um Ernährung geht, da ist die Frage, wie viel Fleisch ist schon für die persönliche CO2-Bilanz
sehr relevant. Und das ist auch ein Bereich, in dem individuelles Verhalten zählt. Ja, aber gut, das ist eine andere Debatte. Hatten Sie sich gemeldet, Frau Schnitzer? Habe ich das richtig gesehen? Hatten Sie sich eben gemeldet? Nein, gut. Vielleicht ganz kurz noch als Ergänzung. Ne? Nehmen wir einfach das ganz klassische Beispiel Verbrennungsmotor versus E-Mobilität. Ich glaube, wir haben technologisch alle Voraussetzungen dafür, diesen Übergang auch sehr schnell zu schaffen. Wir müssen nur emotional, wenn ich mich als Autofahrer nehme, auch schauen, dass ich tatsächlich nicht nur eine Reichweite erhöhe, sondern dass ich tatsächlich auch die Rahmenbedingungen schaffe, überall Ladepunkte auch zu ermöglichen. Ich selber wohne in einer Wohnung, in der können noch keine Ladestationen zeitnah hinreichend schnell genug installiert werden. Das ist der einzige Punkt, der mich davon abhält, tatsächlich für die Familie. Also brauchen wir sie im öffentlichen Raum. Das heißt, ich muss es schaffen, nicht nur im öffentlichen Raum, sondern auch durchsetzbar im privaten Raum tatsächlich, ich muss einen Anspruch haben, einen Ladepunkt zu bekommen. Sonst werde ich keinen Anreiz haben, in ein Elektroauto zu investieren. Und das sind genau solche Rahmenbedingungen, die wir brauchen. Und das kann ich wettbewerblich gestalten, aber ich muss auch ein Stück weit an der Stelle im Sinne eines Gebots dann auch die Rahmenbedingungen schaffen. Jetzt würde ich doch gerne noch eine Ergänzung dazu machen. Genau. Also ich glaube, da ist ein wichtiger Punkt nochmal angesprochen und der betrifft natürlich auch die Arbeitsplätze. Man muss sich darüber im Klaren sein, es gibt Anpassungsprozesse, die notwendig sind und die brauchen eine gewisse Zeit. Ich kann natürlich sagen, in bestimmten Branchen fallen dann Arbeitsplätze weg, wenn die Branche sich umstrukturieren muss. Und als Ökonom würde ich sagen, dann wird es neue Arbeitsplätze geben, weil ja auch neue Chancen geschaffen werden. Aber das braucht natürlich eine gewisse Zeit und der Übergang braucht eine bestimmte Zeit. Die Menschen müssen umgeschult werden. Genauso ist es bei der E-Mobilität. Da braucht es eben auch die Installation dieser Ladepunkte, damit das endlich funktioniert. Und auf diese Transformationsphase muss man natürlich auch achten, dass man nicht das Kind mit dem Bade ausschüttet und zu schnell sagt, jetzt wird alles andere abgeschafft und dann schaut man, wo er bleibt. Aber man muss auf der anderen Seite auch ganz klar sagen, wohin die Reise geht. Denn das ist eben genau das, Herr Barker hatte das ja angedeutet, bisher eben oft nicht passiert. Man hat grundsätzlich blumig davon gesprochen, was die Ziele sein sollten, aber hat nicht klar gesagt, bis dann und dann ist das und das erledigt und das ist nicht mehr möglich. Darauf hat man sich dann ausgeruht und am Ende darauf gehofft, also schnell wird es ja schon nicht kommen, uns wird es ja schon nicht treffen. Und das hat natürlich genau die Investitionszurückhaltung ausgelöst. Ralf, kann ich da ganz? Frau Titzrath, okay. Sie mussten jetzt sich ganz lange gedulden, tut mir leid. Ich würde Ihnen natürlich auch gerne die Möglichkeit geben, zu dieser Generaldebatte sich nochmal zu äußern. Würde Sie aber auch bitten, das Ganze nochmal aus Ihrer Unternehmensperspektive zu beleuchten. Die HALA ist ja wirklich ein spannendes Unternehmen, auch für diese Debatte, weil sie so stark eingebunden ist in den Welthandel, ja, in die globale Arbeitsteilung und weil wir es auch mit einer Branche zu tun haben, mit relativ langen Investitionszyklen, also etwa im Schiffbau. Schaut diese Debatte aus Ihrer auch praktischen Perspektive aus? Ja, vielen Dank. Ich bin jetzt gerade schon ein bisschen unruhig geworden, gebe ich zu. Als Unternehmerin würde es Sie nicht verwundern, dass wir natürlich sehr viel Sympathie dafür haben, dass so viel Markt wie möglich und so wenig Regulatorik wie notwendig das Ziel sein sollen. Sie sehen, Hamburger Hafen- und Logistik AG trägt in ihrem Namen natürlich die Stadt Hamburg. Wir sind aber tatsächlich ein europäischer Logistikkonzern und börsennotiert. Das heißt, wir haben Hafenumschlagsanlagen, die wir betreiben, sowohl in Triest wie in Tallinn wie in der Ukraine und sind auch Europas größter privater Schienengüterprovider. Also wir bringen eben die Güter auf die Schiene und dementsprechend in ganz Europa mit weiteren 21 Terminals engstens verbunden. Der klassische Welthandel ist unser Gast, die Reeder, die Schiffe, das sind unsere Kunden. Und von daher betrifft uns massiv natürlich diese Debatte, die wir hier gerade führen. Und ich möchte nochmal aufgreifen, was Professor Schnitzer gerade gesagt hat. Es geht hier um einen Transformationsprozess, den es gilt, nachhaltig, wirtschaftlich orientiert zu gestalten. Und ich mache da gern die Anlehnung an die Ambidextrie. Hier geht es nicht um entweder oder, sondern hier geht es um sowohl als auch. Ein Beispiel dazu, wir haben im Hamburger Hafen ein Container-Terminal-Umschlagswerk, das ist Altenwerder.
Dort sind wir mittlerweile das dritte Jahr in Folge zertifiziert worden als weltweit das erste tatsächlich klimaneutrale Hafenumschlagsterminal. Das ist etwas, was wir als Wirtschaftsunternehmen getan haben, nicht weil wir darauf warten, dass uns die Politik einen Rahmen setzt oder ein Ziel vorgibt, sondern das ist etwas, was wir aus gesellschaftlicher Verantwortung, aber natürlich auch mit klarem ökonomischen Ziel, mit einem wirtschaftlichen Ziel verbunden haben, weil wir daran glauben, dass die globale Logistik, der globale Welthandel nur dann langfristig bestehen kann, wenn er auch ökologisch nachhaltig umsetzbar ist. Also dieses Ziel haben wir uns selber gesetzt, natürlich auch transformiert, insbesondere in den letzten 4,5 Jahren, über sehr starke Elektrifizierung, Einstellen von Lithium-Ionen-Batterien, vom Ökostrom und so weiter, so dass es uns tatsächlich gelungen ist, weltweit der Erste zu sein. Alle klimapolitischen Weichenstellungen beeinflussen nahezu alle unternehmerischen Entscheidungen von uns. Sei es der Preis für die CO2-Emissionen, die natürlich massiv steigen, die CO2-Bilanz von Unternehmen, das beeinflusst unser Rating, beeinflusst auch natürlich ganz maßgeblich den Zugang zum Kapitalmarkt. Und das heißt, wir schauen massiv auf diese Investitionszyklen und achten dabei ganz strikt auf Klimaneutralität. Wir müssen das ausrichten, weil ich komme zwar aus der Automobilindustrie, aber in unserem Industrie hier rechnen wir auch im Schiffsbau mit Zeithorizonten von 30 bis 40 Jahren. Wenn man hier die Investitionen nicht vorzeitig oder nicht rechtzeitig klimaneutral ausrichtet, haben Sie ansonsten in den Bilanzen ein großes Problem der Stranded Assets, die entsprechend nicht mehr den Anforderungen genügen und dementsprechend eine substanzielle wirtschaftliche Belastung darstellen. Und auch hier gilt es strukturelle Transformation. Das heißt, die konventionellen Technologien möglichst rund um die CO2-Minderung sind nach meiner Meinung nahezu vollkommen ausgeschöpft. Jetzt geht es um Sprunginvestitionen, die nötig sind. Beispiel Basis von Wasserstoff in der Grundstoffindustrie ist sicherlich ein gutes Beispiel, die sich dann am Markt gegenwärtig noch nicht amortisieren, wo es dann um staatliche Förderungen geht, um diese Sprunginvestitionen dann entsprechend zu ermöglichen. Aber auch Ausgleichsmechanismen sind hier notwendig. Einem Hamburger Unternehmen, was in Europa zu Hause ist, fordert hier klare Planbarkeit, klare Rahmen, keine nationalen Sonderwege. Wir sind ein internationales Unternehmen, was im Wettbewerb in Europa steht, zu anderen AROC-Häfen steht. Also das heißt, klimapolitische Zielsetzungen und Rahmengebungen engstens zu verweben, nach Möglichkeit mit europäischen oder auch mit weltweiten Standard, damit die logistischen Warenströme eben optimiert logistisch geleitet werden und nicht dirigistisch und Subventionen steueroptimiert. Vielen Dank. Ich würde gerne auf zwei Punkte zurückkommen, die Sie jetzt aufgeworfen haben. Das eine ist die Frage, wer finanziert eigentlich die betriebswirtschaftlich unrentierlichen Kosten der Transformation? Sie haben das Beispiel Wasserstoff genannt. Preise für Wasserstoff sind heute 3 bis 4 Mal höher als für fossile Energieträger, Öl und sagen Gas, etwa in der Grundstoffindustrie. Das wird sich nicht 1:1 einfach über die Preise refinanzieren lassen. Und Frau Schnitzer hat das vorhin kritisiert. Ja, sagt, jetzt kommen die Unternehmen und halten die Hand auf. Also wer finanziert die unrentierlichen Mehrkosten der Transformation? Ist doch klar. Wer will antworten? Also ich habe da ein bisschen schon sozusagen die Spur gelegt zu den Sprunginnovationen. Also wenn man über Technologieneutralität und Innovationsoffenheit geht, dann sollten nach Möglichkeit Weichenstellungen eben nicht vorweggenommen werden, sondern sozusagen es sollte hier eher, ähnlich wie wir es auch in der Digitalisierung erlebt haben, ein Rahmen gegeben werden, der es ermöglicht, wenn es um Importstrukturen in Häfen zum Beispiel geht, die dann eben entsprechend zu fördern, um die Rahmenregelungen dafür zu gewährleisten. Da braucht es Planungssicherheit und ich glaube, da braucht es sehr wohl die Politik, weil diese Rahmen eben betriebswirtschaftlich nicht zu stemmen sind.
Und ich glaube, dass wir genug Kraft haben, und darum geht es eben auch, Gestaltungskraft aus der Wirtschaft heraus, diese Themen anzuschieben. Ich mache dazu ein Beispiel. Wir haben zahlreiche Hamburger Unternehmen und auch Initiativen, die in Forschungseinrichtungen beschäftigt sind, die seit Jahren mit dem Thema der tragfähigen grünen Wasserstoff sozusagen geforscht haben und auch hier, welche Teile davon ökonomisch tragfähig sind. Und natürlich, wenn Sie an einer Anfangstechnologie forschen, ist es eben notwendig, dass ein erneuter Antrieb für diese Entscheidungen kommt. Und wir haben hier in dem Hamburger Wasserstoffprojekt im Rahmen des Wasserstoff-IPCEI-Projektes, das sind die Important Projects of Common European Interest, staatliche Förderung. Und damit ist es möglich, dass wir Importstrukturen aufbauen, die gleich bedeuten, einen grünen Stahl sozusagen damit zu verbauen und den Hamburger Hafen als zentralen Hub für grünen Wasserstoff und selbst klimaneutral entsprechend aufzubauen. Die Zeitleiste der Möglichkeiten ist eben sehr verkürzt. Das bedeutet, dass die wirtschaftliche Kraft, die Innovationsanschubskraft, die dazu notwendig ist, eben auch eine staatliche Aufgabe sein wird. Bitte? Ich meine, wir haben mit einer Engelsgeduld und bis heute tun wir das völlig zu Recht erneuerbaren Strom geholfen, sich zu entwickeln. Was mich ein bisschen wundert, ist, dass wir jetzt so zurückhaltend sind bei anderen komplementären Dingen, die wir brauchen. Also diese, ich sage mal, wenn man die Diskussion, die teilweise heute über Wasserstoff geführt wird, ist viel zu selten, ist viel zu teuer und nicht wirtschaftlich. Wenn wir die zu Herrn Barkes Zeiten über PV und Windstrom geführt wird, ja, ich weiß auch, wer die geführt hat, dann wären wir heute nirgendwo. Also deswegen glaube ich, es ist wichtig, dass wir da, also Technologieoffenheit ist immer so ein Kampfbegriff, aber man muss doch sehen, wenn wir eine Transformation dieser Dimension haben wollen, dann ist doch hinlänglich klar, dass wir zumindest alle Optionen in Erwägung ziehen müssen. Das ist das eine, was mich ein bisschen irritiert. Das Zweite, wir sollten jedes Interesse haben, dass wir all diese Technologien so schnell wie möglich skaliert kriegen, weil nur dann gehen sie in die Kostendegression und nur dann liegen sie, salopp formuliert, dem Staat nicht ewig als Contracts for Difference auf der Tasche. Und das Dritte, was ich dazu sagen würde, ist, manchmal kommt es mir so vor, dass wir uns fast damit zufrieden geben, dass wir in Deutschland alles hundertprozentig geregelt kriegen. Wir müssen die deutschen Emissionen und unsere Verpflichtungen wegkriegen. Das ist überhaupt kein Thema. Deutschland muss klimaneutral werden. Aber die Frage ist doch, haben wir als exportorientiertes, innovationsstarkes Industrieland nicht deutlich mehr Hebel potenziell zur Verfügung, um weltweit, sagen wir, auch Veränderungen anzustoßen? Mhm. Und Wasserstoff ist für mich ein sehr gutes Thema, weil ich bin in deinen vielen Projekten auch unterwegs, auch mit Australien, wo immer alle sagen, was wollt ihr mit Australien? Nur zu sehen, wie sich innerhalb von 1,5 Jahren ein extrem fossiles Land, weil sie spüren, dass da eine Nachfrage weltweit entsteht, plötzlich Gedanken, und zwar ernsthafte Gedanken macht, was eine Alternative zu ihrer heutigen fossilen Wertschöpfung ist. Das ist das, was ich eigentlich mir wünsche, dass wir hier diese Vorbildfunktion mit triggern. Wir haben den Bedarf, das heißt, wir bilden hier einen Markt und da wird man diese Produkte verkaufen können. Und das, glaube ich, das kommt mir in der Diskussion manchmal zu kurz. Letztes Wort, der Markt allein wird es regeln, ist echt Schwachsinn. Das habe ich immer gesagt. Politische Ziele, ein vernünftiger Regulierungsrahmen, innerhalb dem Marktinstrumente erwiesenermaßen die höchste Dynamik entfalten. Aber diese Diskussion, der Markt wird alles regeln, ich glaube, die führt auch in der Industrie, ehrlich gesagt, also kenne ich kaum noch jemanden, der die so führen würde. Dazu ist doch alles viel zu eng verwoben. Ein bisschen Strohmann. Mhm. Frau Schnitzer, Sie hatten sich gemeldet. Ich würde Ihnen gerne eine Frage mit auf den Weg geben aus dem Auditorium. Von Patrick Ackermann. Die EU will die Regeln für staatliche Beihilfen lockern, sodass zum Beispiel die vollen Mehrkosten von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben vom Staat übernommen werden können. Setzt man dadurch nicht die Preissignale der Marktwirtschaft komplett aus und könnte das nicht dahin führen, dass man teurere Lösungen bekommt als nötig?
Lassen Sie mich mit der Frage dann gleich anfangen und dann gehe ich auf das ein, was ich noch zur Diskussion vorher sagen wollte. Ich glaube, es ist gefährlich, die Beihilferegeln auszusetzen. Das ist bisher ja dann möglich, wenn man Forschung und Entwicklung unterstützt. Und da ist es auch sehr sinnvoll, weil wir da ja wirklich positive Externalitäten haben. Grundsätzlich ist das aber problematisch. Also wir haben das bei den IPCEs in gewissem Umfang, aber man muss sich einfach immer darüber im Klaren sein. In dem Moment, wo wir Beihilfen zulassen, wecken wir Begehrlichkeiten, dann gibt es Lobbyismus, dann wird darüber gestritten, wer bekommt solche Beihilfen. Und dann machen wir uns auch wieder klein gegenüber dem Ausland. Wir beschweren uns ja aktuell, dass die Chinesen mit Produkten kommen von Firmen, die Beihilfe erhalten. Die kaufen dann auch unsere Unternehmen auf und an der Stelle sagen wir, das geht doch gar nicht. Also wir hatten eigentlich ein sehr gutes System mit der Beihilfebeschränkung, weil es uns zwingt, tatsächlich wirtschaftlich zu arbeiten. Und das bringt mich zu dem anderen Punkt, auf den ich eingehen wollte. Wenn man sagt, naja, die Unternehmen brauchen eine gewisse Unterstützung, man muss schauen, dass der Markt hochläuft, da muss man auch irgendwo Geld in die Hand nehmen, alles gut und schön. Aber wir sollten auch einfach aus den Fehlern der Vergangenheit lernen. Und gerade eben schon das Stichwort gefallen ist Carbon Contracts for Difference. Wir laufen da Gefahr, so sehr das in gewissem Umfang vielleicht berechtigt sein mag, sowas einzusetzen, wir laufen Gefahr, den gleichen Fehler zu machen wie beim EEG, wo wir unendlich viel Geld in die Hand genommen haben und am Ende einen wirklich keinen besonders großen Effekt gehabt haben. Lassen Sie mich das am Beispiel der Solarpanel einfach nochmal verdeutlichen. Wir haben sehr viel Unterstützung gegeben, damit die Leute sich Solarpanel aufs Dach schrauben. Und die schrauben sich die Solarpanel auch aufs Dach, wo es überhaupt keine Sonne gibt. Was ist mit unserer Industrie passiert? Die gibt es nicht mehr. Die Solarpanels, die wir heute aufs Dach schrauben, die kommen alle aus China. Insofern muss man sich schon fragen, tun wir unserer Wirtschaft wirklich einen Gefallen, wenn wir ihnen das Leben so leicht machen? Und deswegen ist es mir so wichtig, dass die Unternehmen an der Stelle auch mit ihren eigenen Investitionen dafür gerade stehen müssen, damit sie auch einen Anreiz haben, mit dem auch wirklich hinterher Geld zu verdienen. Und das ist offensichtlich bei den Solarpanel in Deutschland nicht der Fall gewesen. In der Beziehung möchte ich einfach warnen und dafür sorgen, dass wir das Steuerzahlergeld dann doch ein bisschen sorgfältiger einsetzen, wie das vielleicht manchmal in der Vergangenheit der Fall war. Rainer Backe, so wo ziehen wir die Trennlinien zwischen Anschubfinanzierung und einer dauerhaften Subventionierung, die letztlich die Innovationsehrgeiz und Produktivitätsehrgeiz der Unternehmen lahmlegt? Also wenn eine Technologie ganz am Anfang steht, dann ist so etwas wie das EEG vernünftig, weil da große Risiken sind für Investoren. Und deshalb hätten wir nicht in Deutschland im Jahr 2000 diese Investitionssicherheit geschaffen, gesagt, 20 Jahre feste Vergütung, hätten wir diese Erfolgsgeschichte des Erneuerbaren Energiengesetzes nicht gesehen. Das ist eine zweite Frage, ob ich dann dieses System auf Ewigkeiten beibehalte oder Wettbewerb einführe. Und ich war ja derjenige, der auch an dieser Stelle ganz besonders viel Kritik einstecken musste, weil ich gesagt habe, die erneuerbaren Energien sind jetzt erwachsen. Und jetzt können wir die Frage, wie viel Förderung ist erforderlich, wettbewerblich regeln über Ausschreibungen. Und es gibt ja heute noch einige, die gerne wieder zurückgehen würden und die Preise für die erneuerbaren Energien im Deutschen Bundestag beschließen würden. Das ist nicht einmal meine Auffassung, weil ich glaube, dass wir durchaus als Staat Ziele setzen müssen, sonst wird das nämlich mit der Klimaneutralität nichts werden. Aber das heißt ja nicht, dass wir nicht wettbewerbliche Instrumente nutzen, um notwendige Preise und notwendige Unterstützung zu finden. Und insofern ist das aus meiner Sicht das, was da 2008, 9, 10 passiert ist unter anderen Regierungsverantwortungen, auch aus meiner Sicht ein großer Fehler gewesen. Da ist viel Geld verbrannt worden. Da sind Zusagen gemacht worden für 20 Jahre. Daran werden wir noch bis 2030 bezahlen. Aber das bringt jetzt nichts, da zurück zu diskutieren. Wir sind ja inzwischen in einer Situation, wo wir die Ausschreibung eingeführt haben. Und ich hoffe, es wird auch dabei bleiben. Es ist auch heute nicht unser primäres Problem. Weil, ich meine, was wird jetzt auf dem Weg zur Klimaneutralität passieren? Wir haben heute noch 80% Primärenergieträger fossil, Kohle, Erdöl und Erdgas. Und 23 Jahre diese 80% jetzt völlig auszutauschen durch Energieeffizienz und Erneuerbare. Die 80% Fossile müssen vollständig verschwinden.
Das alles wird funktionieren über den Stromsektor. Also entweder nehme ich erneuerbare Energien und setze Strom direkt ein. Das ist in allermeisten Fällen der effizienteste Weg. Oder dann gibt es ein paar Bereiche, wo das nicht funktioniert. Da werden wir dann über die Moleküle gehen, also erneuerbaren Strom nehmen, daraus Wasserstoff produzieren und diesen Wasserstoff dann einsetzen im Bereich zum Beispiel der Stahlproduktion oder im Bereich der Chemie. Wir werden auch den Wasserstoff einsetzen als Speichermedium, um Strom zu produzieren in den Zeiten, wo der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint. Das ist die Lösung des Speicherproblems. Also wir werden große Mengen von Wasserstoff benötigen, aber alles auf der Basis von erneuerbaren Energien. Denn sonst wird das mit der Klimaneutralität nichts werden. Und dass das wettbewerblich passieren muss, also bei mir rennen Sie da alle Scheunentore ein. Da komme ich jetzt mit einer Frage, die bei Frau Tissrath schon anklang, nämlich, wie weit funktioniert das im nationalen Rahmen? Ich meine, wir importieren heute etwa 70% unserer Primärenergie. Und wenn man die Transportenergie zum Maßstab macht, dann importieren wir 90%, nämlich Mineralöl als Basis für Verkehrskraftstoffe. So, wie weit können wir das national substituieren, wenn gleichzeitig sogar noch die Nachfrage nach Strom steigen wird durch die Elektrifizierung diverser Prozesse? Ja, oder brauchen wir nicht schon längst eigentlich einen europäischen und möglichst noch sogar darüber hinausgehenden Verbund erneuerbarer Energien, um die Mengengerüste bereitzustellen, die wir brauchen für diese postfossile Transformation? Also Ergebnis der Studie, die wir präsentiert haben, ist, dass, wenn wir jetzt über Wasserstoff reden, der Wasserstoff zu einem Drittel aus Deutschland kommt und zwei Drittel importiert wird. Weil wir einen so massiven Ausbau der erneuerbaren Energien benötigen für die Elektromobilität, für die Wärmepumpen im Wärmebereich, für die Industrie, dass es aus meiner Sicht unmöglich ist, jetzt so große Mengen von erneuerbaren Energien in Deutschland auszubauen, um den gesamten großen Wasserstoffbedarf, den wir schon 2030 haben werden, weil wir sonst das Zwischenziel nicht erreichen, zu produzieren. Aber jetzt kommt es natürlich darauf an, wo stehen jetzt die anderen Anlagen, die aus Strom mit Hilfe von Wasser Wasserstoff machen. Also meiner Sicht ist eine der besten Quellen die Nordsee und die Ostsee. Unsere Nachbarländer Dänemark, die Niederlande haben 2- bis 3-mal so große Außenwirtschaftszonen wie die Bundesrepublik. Sie haben aber nur einen Bruchteil der Wirtschaft und der Bevölkerung, die sie mit Strom versorgen müssen. Wir sollten also sehr schnell mit denen ins Geschäft kommen und im Offshore-Bereich große Mengen Strom produzieren, den wir dann in Wasserstoff umwandeln. Das ist dann Import, weil da eine imaginäre Linie in der Nordsee ist. Und wenn die Flächen in Deutschland für Offshore nicht ausreichen, dass dann der Offshore-Bereich im Küstengebiet von Dänemark oder von den Niederlanden genutzt wird, okay. Das große Problem beim Wasserstoff ist der Transport. Ja? Solange ich Wasserstoff mit Pipelines transportieren kann, ist es kostengünstig. In dem Moment, wo ich den Wasserstoff erst als Gas in eine flüssige Phase überführen muss, geschieht das, das ist nun mal Physik, bei minus 250 Grad. Das erfordert viel Energie und diese viel Energie übersetzt sich dann auch in Kosten. Also irgendwann in der Zukunft werden wir das Problem vielleicht mal gelöst haben, aber ich sehe das nicht in den nächsten 10, 20 Jahren. Und wir haben noch 23 Jahre bis zur Klimaneutralität. Und deshalb sollten wir uns darauf konzentrieren, dass der Wasserstoff möglichst hier aus Europa kommt. Also die Iberische Halbinsel ist aus meiner Sicht ein super Standort, aber auch die Iberische Halbinsel wird Wasserstoff nach Deutschland nur liefern können, wenn es gelingt, eine Pipeline über die Pyrenäen zu legen. Und ich habe mitgemacht, dass es 20 Jahre gedauert hat, eine Stromleitung darüber zu legen, weil die Franzosen sich dagegen gewehrt haben. Ich hoffe, dass das jetzt beim Wasserstoff nicht so lange dauern wird. Wasserstoff aus Australien halte ich für eine Chimäre. Es ist von den Umwandlungskosten her viel zu teuer. Aber bitte, es darf in einer Marktwirtschaft jeder tun, was er möchte. Ich sage doch nicht, dass wir das jetzt verbieten sollen. Also wenn jemand mit einem Businessplan kommt und sagt, ich mache das, ist er eingeladen, das zu tun. Selbstverständlich, wäre ja wunderbar, wenn es funktionieren würde. Nur in Wirklichkeit
geht es hier nicht um Technologieoffenheit, sondern in Wirklichkeit geht es hier um das Geld der Steuerzahler, mit dem bestimmte Dinge subventioniert werden sollen. Und da sage ich ganz deutlich, es ist nicht Aufgabe des Staates, unter dem Mantel von Technologieoffenheit ineffiziente Lösungen durch Steuergelder gleichzustellen mit effizienten Lösungen. Das ist nicht meine Vorstellung von Technologieoffenheit und von rationaler Unterstützungspolitik des Staates. Wir werden aus dieser Pandemie rauskommen mit leeren Kassen. Und wir werden sehr darauf aufpassen müssen, dass dieser sehr ehrgeizige Zeitplan bis 2030 jetzt so mit den notwendigen staatlichen Unterstützungsmitteln ausgestattet wird, dass diese Transformation in den Bereichen funktioniert, wo wir es gar nicht anders können, als mit großen Mengen an Wasserstoff. Deshalb brauchen wir diesen schnellen Hochlauf. Wir brauchen schnell ein Startnetz. Und wir sollten uns dann bemühen, dieses Startnetz auszuweiten und möglichst über ganz Europa aufzubauen. Und dann können wir auch gerne irgendwann mal Nordafrika dort anschließen. Aber da gibt es ja noch ganz andere Probleme in Nordafrika, zum Beispiel das Wasser, das man benötigt. Und ich darf nur noch mal daran erinnern, 2017 war das erste Jahr, wo weniger als 1 Milliarde Menschen auf der Welt keinen Zugang zur Elektrizität hatten, aber 60% davon in Afrika. Mhm. Also Afrika hat in erster Linie mal ein Elektrifizierungsproblem für die eigene Bevölkerung, bevor wir jetzt daran denken, dort den Wasserstoff für Deutschland zu produzieren. Die Frage, auf welcher technologischen Grundlage diese industrielle Modernisierung Afrikas stattfindet, ja, klar, ist ziemlich spielentscheidend für sein Klima. Ähnlich mit der, was passiert in Asien, also in den Räumen, in denen die großen Wachstumsschübe stattfinden in den nächsten 20, 30 Jahren. Ich würde gerne noch mal eine Frage aufgreifen, Herr Herhold, von die Frau Titzrath dann angesprochen hat. Sie sagte, möglichst wenig nationale Alleingänge, möglichst viel auf europäischer Ebene, G7, möglichst sogar G20. Das ist ja auch eine wichtige Frage für die Offenheit von Märkten. Ja, je mehr wir national machen, desto mehr kommen wir in die Debatte über Grenzausgleichssysteme. Wie ist da Ihr... Also ich glaube, im Grundsatz wird jeder zustimmen, so viel internationale Gemeinsamkeit oder je mehr internationale gemeinsame Angänge wir haben, desto besser. Ja, weil wir dann eigentlich auch, wie wir oft sagen, ein Level Playing Field haben, wir haben einen gemeinsamen Wirtschaftsraum, wir haben eine Basis für einen Wettbewerb. Nun ist die Welt aber komplex und bedeutet unter anderem, dass es eben auch völlig klar ist, wir werden nicht weltweit einen CO2-Preis oder ein CO2-Handelssystem haben. Das haben die Debatten der letzten 10, 15, 20 Jahre gezeigt. Insofern glaube ich, wird ein gesunder Pragmatismus erforderlich sein. Ich glaube, dass wir in Europa die Chance haben, da tatsächlich auch im Wesentlichen gemeinsame Ansätze auch zu entwickeln. Ich glaube aber auch daran, dass wenn wir es richtig tun, wir in Deutschland tatsächlich eine Chance haben, auch einen regulatorischen Rahmen zu entwickeln und umzusetzen, der uns erlaubt, ein Stück weit eine Vorreiterrolle einzunehmen und nicht unsere Industrien in den verschiedenen Sektoren zu groß ins Risiko zu setzen, sondern ihnen die Möglichkeit ergeben, tatsächlich auch eine gewisse Leitmarktideen zu entwickeln, Technologieführerschaft zu erarbeiten. Wir hatten eingangs auch darüber gesprochen, dass die Transformationen, die wir in Deutschland haben und haben werden, auch international nachziehen muss. Ne? Das ist eine ganz andere Ausgangslage, als wir sie vor 12 Monaten hatten. In China, in den USA haben wir in den letzten 6 Monaten nicht nur in der EU eine Verschärfung der Ziele erreicht. Ja, wir sprechen über unterschiedliche Zeiträume, ja, wir sprechen über leicht unterschiedliche Anspannungsgrade, aber die Richtung ist für alle die gleiche. Und ich kann mich gern wiederholen, ich bin persönlich davon überzeugt, dass wenn wir den richtigen Rahmen setzen und auch mutig sind, dass wir in Deutschland, in Europa dann tatsächlich auch eine solche Vorreiterrolle, ein Stück weit eine Pionierrolle auch einnehmen können. Das ist die begründete Wette, dass Vorreiter zu sein nicht ins Abseits führt, sondern uns in eine Pilotrolle bringt im Hinblick auf zukünftige Technologien, Produkte, sagen Dienstleistungen. Also an den Stellen, an denen man merkt, First Mover Advantage und nicht Disadvantage. An den Stellen, an denen man merkt, dass man es im internationalen Kontext, und ich hoffe, dass Europa groß und stark genug dafür ist, das auch tatsächlich gemeinsam zu erreichen, aber es wird Stellen geben, an denen das nicht möglich sein wird. Und dann hoffe ich auf die Kreativität und die Durchsetzungsfähigkeit in Deutschland dann tatsächlich auch voran
marschieren zu können und Technologien, Lösungen, Geschäftsmodelle und nicht zuletzt einen regulatorischen Rahmen dafür auch entwickeln zu können. Aber nochmal, je mehr internationale Gemeinsamkeit, desto besser. Und die Risiken, die wir gerade angesprochen haben, zusammen mit den Chancen, bitte natürlich nur in den Sektoren, in den Geschäftsmodellen, in den Technologien, wo wir international nicht vorankommen. Herr Lösch, werden Sie nervös bei der Diskussion über BEM, den European Border Adjustment Mechanism? Ja, nervös nicht. Dazu habe ich mich zu intensiv damit beschäftigt. Ich sehe das nicht. Ich glaube nicht, dass... Was sehen Sie nicht? Sie sehen es nicht kommen, oder? Ich sehe es nicht kommen. Ich glaube, die Widerstände bei den internationalen Partnern sind sehr deutlich hinterlegt worden. Ich glaube auch, dass in der Bundesregierung, jedenfalls in der gegenwärtigen, der Gedanke daran nicht so toll verankert ist. Weil es ist erstens wahnsinnig komplex. Also ich habe selbst an so einem Think-Tank-Prozess in Brüssel teilgenommen in den letzten eineinhalb Jahren. Es ist irre komplex. Es erfordert eine wahnsinnige Inventur von Produkten bis ins kleinste Detail runter. Und es ist natürlich auch mitnichten ein richtig guter Schutz hier, weil selbst wenn Unternehmen, die nach Europa liefern, für die Produkte, die sie nach Europa liefern, eine Abgabe zahlen oder an einem separaten ETS-System, das ist also das präferierte System, was momentan verfolgt wird, teilnehmen, dann heißt das natürlich, dass sie in dem Rest ihres Geschäftes, mit dem sie dann auch wieder in anderen Teilen der Erde mit unseren Unternehmen Wettbewerb betreiben, natürlich wesentlich in Summe, im Querschnitt natürlich einfach bevorzugt sind. Ich habe es immer so verstanden, dass es so eine Art Zaunpfahl ist, um den anderen wichtigen G20-Staaten den sag mal, ein bisschen Druck aufzubauen Richtung COP und andere Sachen. Man kann jetzt den Eindruck nicht verhehlen, dass es zuletzt so ein bisschen in die Richtung gegangen ist, eine möglichst ungeteilte Einnahmequelle für die EU selbst auch zu schaffen. Das ist natürlich auch den anderen Marktteilnehmern nicht so entgangen. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das eine sehr, sehr schwierige Diskussion in Europa wird. Ich glaube, dass Carbon Leakage in dem Maße, wo Europa seine Ambitionen jetzt verschärft, natürlich noch eine größere Rolle spielt. Wir haben dafür etablierte Systeme. Wir haben die Free Allocation, wir haben die Strompreiskompensation. Und ich glaube schon, dass die Politik sehr genau gucken muss, wie die Zielverschärfung dann auch mit der Industriestrategie auch zusammenkommt. Also von daher glaube ich, CBAM ist sehr stark diskutiert. Aus meiner Sicht bin ich mir sehr unsicher, ob wir dort eine wirkliche politische Perspektive auch sehen. Bevor wir zu Frau Schnitzler kommen, nochmal an Frau Titzrath. Sie sind ja an der Schnittstelle der Globalisierung mit Ihrem Unternehmen. Sehen Sie denn eher einen Trend zur Deglobalisierung? Also sogar Abnahme des Welthandels. Bisher in den letzten 20, 30 Jahren stieg ja der Welthandel immer noch schneller als das reale Wirtschaftsprodukt. Was sind da Ihre Prognosen? Wie antizipieren Sie das? Und sehen Sie möglicherweise in der Klimapolitik ein Gegenelement, wie man wieder zu multilateralen Vereinbarungen sagen, kommen kann? Also ich glaube, der Trend der Globalisierung ist auch maßgeblich beflügelt worden über die Containerisierung. Es ist ja ein einfaches Produkt, was mittlerweile jetzt schon 50 Jahre alt ist. Wir haben in den letzten 10 Jahren gesehen, alles, was an Gütern im globalen Handel transportiert wurde, ist mittlerweile in einem Container. Also das heißt, da kommt kein Boom mehr aus der klassischen Containerisierung. Aus dem globalen Welthandel sehen wir nach wie vor Wachstum. Wir sehen, auch wenn wir anschauen aus der Corona-Krise, wer ist denn besonders stark herausgekommen? Dann schauen wir natürlich auf China. Wir schauen aber auch auf die USA, die mit verstärkten Volumina, insbesondere in Richtung Europa, gestärkt aus der Krise herausgekommen sind. Wir sehen vereinzelt, dass sozusagen Lokalisierung oder Insourcing oder aber auch Additive Manufacturing
ganz, ganz, ganz marginale Kannibalisierungseffekte haben, die aber in dem 0,00-Bereich sich befinden, also im Wesentlichen im globalen Handel bisher noch keinerlei Wirkung zeigen. Und wir nähern uns dem immer wieder über die Gespräche natürlich mit unseren weltweiten Kunden, mit den entsprechenden Marktteilnehmern. Und auch in der Diskussion wurde ja nach Corona sehr stark die These in den Raum gestellt, dass jetzt alles sozusagen national wieder ingesourced wird. Da bitte ich einfach immer noch mal ein bisschen den Common Sense auch mit in die Diskussion fließen zu lassen. Wenn Sie ans Überleben denken mit Ihrem Unternehmen oder wenn Sie an Produktionsverbunden teilhaben und auch hier gestörte Reaktionen gesehen haben, dann wollen Sie in allererster Linie erst einmal wieder auf gesunde zwei Füße kommen. Das sehen wir in fast allen Märkten, also überhaupt gar keine Verschiebung der Produktionsorte. Wir haben gesehen, dass der globale Handel zwischen den asiatischen Staaten massiv zugenommen hat. Wir haben auch gesehen, dass sich Produktionsstätten innerhalb von Asien verschoben haben. Aber der große Trend der Globalisierung stabil und auch stabil weiterhin wächst, da erkennen wir keinerlei Veränderung. Die internationale Logistik ist ja im hohen Maße zwischen nationalen und auch in Bezug zu Europa natürlich in kontinentalen Auflagen und Besteuerungen eingebettet. Das heißt, hier müssen wir immer wieder dafür werben, dass wir, ich habe zwar gehört, dass das nicht so lebendig gerade kommentiert wurde, aber schnellstmöglich einen internationalen Emissionshandelssystem zu etablieren in den anderen Ländern und auch in Kontinenten, an den Kontinenten etabliert wird, damit wir möglichst schnell ein weltweites ETS haben und damit auch eine einheitliche globale CO2-Bepreisung sicherstellen. Solange das nicht erfolgt, lässt sich das Ungleichgewicht in den Branchen nicht beheben. Und das ist ja entscheidend für eine nachhaltige Logistik. Die wird dementsprechend dann schwerer und später eingeführt werden, weil die Logistik ist international, ist global und das ist das, was verbindet. Zum CBAM habe ich die Meinung, dass dieses Ungleichgewicht kurzfristig nicht ausgeglichen werden kann. Ich befürchte sogar, dass stattdessen Gegenreaktionen kommen könnten von wichtigen Handelspartnern und dass das eher über so eine Regelung der Welthandel massiv leiden könnte. Also ich glaube, Protektionismus, auch nationaler Protektionismus, auch wenn er aus einer guten Motivation herauskommt, nämlich den CO2-Ausstoß zu reduzieren, kann nicht die Lösung sein. Vielen Dank. Frau Schnitzer? Ja, das kann ich nur unterstützen. Also zum Grenzausgleich nochmal. Man muss ja überlegen, was für Komponenten wären das. Man würde ja gerne die Importe, die zu uns kommen, entsprechend besteuern, damit die keinen Vorteil haben im Vergleich zu den Unternehmen bei uns, die die Zertifikate kaufen müssen. Und man würde gerne am liebsten unsere Exporte entlasten, damit die nicht im Ausland wiederum ein Problem haben. Das Zweite geht nicht. Das ist nicht WTO-konform und hätte natürlich auch genau die Reaktion zufolge, die Frau Tietzrath eben sagte, da gäbe es möglicherweise Handelskrieg mit anderen Ländern. Und die erste Variante funktioniert nicht, weil man gar nicht gut messen kann, wie viel CO2-Fußabdruck haben denn die Güter, die zu uns importiert werden. Und wenn dann was aus China kommt, dann würde China sagen, naja, das, was wir euch exportieren, das ist ganz sauber produziert. Die schmutzigen Sachen, die konsumieren wir alle selber. Und dann müssen wir erstmal beweisen, dass das anders ist. Also das ist höchst heikel und an der Stelle dann auch zum Scheitern verurteilt. Ich sehe allerdings auch, wie Herr Lösch, dass das größte Problem zurzeit ist, dass die EU auf diese Einnahmen setzt. Und wie man da die Kuh vom Eis bekommt, das ist noch nicht so ganz einfach zu klären. Deswegen wäre aber wirklich sehr wichtig, dass man das Momentum nutzt, um dann in Richtung Klimaclub zu gehen. Also das ist ja genau das, was momentan hoffentlich dann doch möglich ist durch die Biden-Administration, die sich da etwas offener zeigt. Wenn man also dann den Grenzausgleich als Drohpotenzial nutzt, um am Ende den Klimaclub zu erreichen, dann hätte man, glaube ich, einiges gewonnen. Zweiten Punkt, den ich noch an der Stelle anbringen möchte, nochmal auf Herrn Barke einzugehen mit dem Wasserstoff. Er hat ja darüber gesprochen, wo sollte der produziert werden. Ich glaube, an der Stelle ist nochmal wichtig zu überlegen, welchen Wasserstoff wir produzieren wollen, ob das gleich grüner sein muss, ob wir vielleicht zwischendurch auch erst noch den blauen nutzen wollen. Denn das Entscheidende ist doch, dass die Unternehmen jetzt investieren in die Produktionsanlagen,
die Wasserstoff verarbeiten können. Und da ist es aber egal, wie genau dieser Wasserstoff produziert wird. Aber die Investitionsentscheidung muss jetzt gefällt werden. Wenn wir gleich auf grünen Wasserstoff gehen, ist das kurzfristig möglicherweise zu teuer und braucht dann noch mehr Subvention. Das wollen wir möglichst vermeiden. Vielleicht also in der Übergangsphase erstmal blauen Wasserstoff nehmen. Das hätte dann möglicherweise auch den Vorteil, dass wir da auch Länder einbeziehen können als Lieferanten, die uns momentan ja ihr Gas, ihr Öl exportieren. Und man muss sich darüber im Klaren sein, wenn wir das von vornherein jetzt abschaffen und sagen, nein, so schnell wollen wir von euch nichts mehr haben, was machen die dann mit ihrem Gas, was machen die dann mit ihrem Öl? Verkaufen sie es dann anderen? Möglicherweise wiederum sehr günstig, weil sie das ja haben und ja keine Einnahmequelle mehr haben, dann haben wir am Ende der Umwelt nicht wirklich einen Gefallen getan. Also an der Stelle muss man genau überlegen, was die Transformationspfade hier wieder sind und welche Länder man an der Stelle auch als Rohstofflieferant, jetzt in dem Falle dann auch von Wasserstoff, in Frage zieht. Im Prinzip würde ich das teilen mit dem Einwand, dass man schon sehen muss, dass man damit nicht fossile Infrastrukturen ad infinitum verlängert. Also etwa die Exploration neuer Öl- und Gasfelder und den Bau neuer Pipelines. Ja, das ist so der Lock-in-Effekt, ist etwas, was man bei diesem Thema unbedingt mitdiskutieren muss, mal abgesehen von den Kriterien, was dann tatsächlich nachhaltig ist und was nicht, Rainer Barke. Ja, Frau Schnitzer muss das jetzt nicht wissen, aber ich gehöre ja zu denen, die der Auffassung sind, dass der blaue Wasserstoff möglicherweise... Blauer Wasserstoff heißt, erläutert... Blauer, es gibt zwei, im Prinzip gibt es zwei Möglichkeiten, Wasserstoff herzustellen. Das eine ist die Elektrolyse, da nehme ich Strom und teile Wasser, H2O, in H2, das ist Wasserstoff, und Sauerstoff auf. Das ist die einzige Art und Weise, um den Wasserstoff tatsächlich klimaneutral zu produzieren. Dann gibt es die sogenannte Dampfreformierung. Da nehme ich Erdgas und produziere aus dem Erdgas Wasserstoff. Der Nachteil dabei ist, dass es leider nicht möglich ist, das CO2 zu 100% abzuscheiden. Also die tatsächlichen Abscheidungen liegen dann zwischen 70, 80 mal 90%. Meines Wissens nach hat noch niemand es geschafft, das CO2 vollständig zu erfassen. Dann müssen Sie es natürlich anschließend irgendwo deponieren. Und ich habe da mit den norwegischen Unternehmen gesprochen, die das gerne machen würden. Insofern ist das eine Möglichkeit, das CO2 dann an der Küste auf Schiffe zu verladen, nach Norwegen zu transportieren und zu verpressen. Ich habe auch mit den Umweltverbänden dort gesprochen. Die finden das erstaunlicherweise ganz anders als die Umweltverbände in Deutschland gut, unter einer wesentlichen Bedingung, dass das nicht dazu führen darf, dass jetzt Norwegen anfängt, in der Arktis neue Erdgasfelder zu erschließen. Ja? Also es gibt da so ein paar Randbedingungen, die ganz wichtig sind, um so etwas überhaupt gängig zu machen. Für mich ist die entscheidende Frage, schaffen wir es mit erneuerbaren Energien, die großen Mengen, nämlich 60 Terawattstunden Wasserstoff, hier in Europa zu produzieren, damit wir die Klimaziele erreichen? Und wenn die Alternative ist, entweder die Klimaziele zu verfehlen oder aber übergangsweise den blauen Wasserstoff zuzulassen, wäre meine Entscheidung ganz klar pro Klimaziele. So. Aber das geht nur, wenn man sich da jetzt auch ernsthaft um den wirklich klimaneutralen Wasserstoff bemüht. Es kann sein, dass wir übergangsweise den blauen zulassen, aber dann muss das einen Anfang und einen Endpunkt haben. Und sonst ist nämlich genau das, was du gerade gesagt hast, die Gefahr, und es wird dann auch in der Öffentlichkeit zu einem Mangel an notwendiger Akzeptanz führen. Wir haben ja schon mal hier so eine CCS-Diskussion in Deutschland gehabt, und alle wissen, wie die am Ende ausgegangen ist. Das waren dann nicht die Umweltverbände, sondern es war die CDU und die Landwirte in Schleswig-Holstein, die das Gesetz damals zum Fall gebracht haben. Und dann gab es einen Dominoeffekt und hinterher hat das letzte Land, das noch an CCS festhalten wollte, nämlich Brandenburg, gesagt, dann wollen wir auch nicht. Also das ist ein sensibles Thema und ich kann nur empfehlen, mit dem Thema auch sensibel umzugehen. Und wenn man das zulassen will, das sehr, sehr gut zu begründen und auch mit einem klaren Ausstiegspfad aus dieser Technologie, die nicht klimaneutral ist.
Vielen Dank, Herr Lösch. Also darf ich an der Stelle nochmal sagen, ich habe nicht behauptet, dass das klimaneutral wäre, aber es ist auf jeden Fall schon ein Schritt in diese Richtung. Ja. Der Punkt ist doch, wir wollen doch reduzieren. Ich glaube, es ist völlig unsinnig, darüber nachzudenken, wie können wir jetzt ganz aus dieser Nummer rauskommen, ohne uns klar darüber zu werden, was denn die Transformationspfade dahin sein werden. Das ist natürlich wunderbar, wenn wir am Ende völlig klimaneutral sind. Meine Erwartung ist, das werden wir nicht schaffen bis 2045. Also die letzten 3% werden super teuer werden. Also werden wir uns darauf einstellen müssen, am Ende wird es vielleicht nicht ganz so sein, aber wir wollen jetzt schon möglichst schnell möglichst große Schritte machen. Und wenn wir jetzt die Anforderungen sehr hoch setzen, dann passiert vielleicht gar nichts. Also an der Stelle muss man diese Abwägung schon treffen. Herr Lösch. Also zunächst mal glaube ich, also CCS werden wir irgendwann brauchen, wenn wir negative Emissionen schaffen wollen. Ich glaube, unstreitig. Unstreitig. Ja, natürlich. Also deswegen, Stand da unseres Vorschlags. Genau, deswegen hielt ich das schon für sinnvoll, sich jetzt heute auch schon mit diesen Fragen zu beschäftigen. Zum Thema blauer Wasserstoff. Also so ein Modell, ich sag mal, dass ein großer östlicher übernächster Nachbar sagt, wir liefern euch einfach weiter Gas und ihr verklappt das CO2, das wird nicht fliegen. Ich sehe sehr wohl zwei Dinge, die notwendig sind. Für uns ist es ja zum einen in der Industrie, wir brauchen diese grünen Moleküle für zentrale Bereiche der Industrie, um eine Klimaneutralität zu erreichen. Das heißt, wir haben einen dringenden Bedarf, weil wir sonst Teile der deutschen Industrie in dieser Form nicht weiterführen können. Das ist das eine. Ich sehe aber natürlich noch einen zweiten Punkt und da komme ich wieder auf, gehe ich ein bisschen weg von der germanozentrischen Sicht. Für mich ist es natürlich auch eine Frage, mit welcher Technologie kann ich in einem sich global sinnvollerweise entwickelnden Wasserstoffmarkt richtig punkten und Führerschaft erreichen. Und das kann ich natürlich ganz sicher nicht mit der Dampfreformation, sondern das kann ich mit grünem Wasserstoff. Elektrolyse. So, genau. Also da sind wir stark und das ist das Feld, auf dem wir, glaube ich, auch echt eine Führerschaft erreichen können. So, und dann will ich aber noch einen Punkt sagen, da bin ich auch bei Frau Schnitzer. Ich habe den Eindruck, wenn ich die Regulierung von Wasserstoff in den vergangenen innerhalb der Bundesregierung beobachtet habe. Ich glaube, wir machen uns das Leben dort echt zu schwer. Also wenn ich ein Investor wäre, dann würde ich mich wirklich abgestoßen fühlen von dieser kleinteiligen Regulierung. Und da würde ich mir manchmal sehr, sehr viel mehr Bereitschaft auch wünschen, einfach auch mal geschäftliche Modelle zuzulassen. Und wenn wir produzieren dann hier grünen Wasserstoff zu 4-5 Cent die Kilowattstunde Strom, das ist so unser Strommix, die Portugiesen, die Australier, die Saudis und andere reden inzwischen unter einem US-Dollar-Cent die Kilowattstunde. Da kann ich aber viel Schiffe beladen mit dieser Differenz. Also auch das muss man sich mal überlegen, jenseits von dem Gedanken, dass wir möglicherweise, indem wir so einen Wasserstoffmarkt zum globalen mit initiieren, durch unseren Bedarf, mit unserer Technologie, zusätzlich zu unseren eigenen Anstrengungen, dem Weltklima natürlich auch perspektivisch einen guten Dienst erweisen können. Also das ist so meine Überlegung in Summe dahinter. Geht mir nicht darum, dass wir jeden Wasserstoff aus Australien kriegen. Vielleicht gibt es irgendwann einen globalen Commodity-Markt, wo der Wasserstoff irgendwo produziert wird und ich kaufe ein Zertifikat und kriege ihn von anderswoher. Kann ja auch passieren. Mit Blick auf die Uhr würde ich jetzt gerne in eine Schlussrunde kommen und Ihnen allen eine kurze Abschlussfrage mit der Bitte um eine kurze Antwort stellen, nämlich was ist aus Ihrer Sicht oder was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Weichenstellungen, die wichtigsten Entscheidungen, die in der nächsten Zeit von der neuen Bundesregierung getroffen werden müssen, um voranzukommen auf dem Weg, den wir heute hier diskutiert haben? Wollen Sie anfangen, Frau Titzrath? Ja, das kann ich sehr gerne machen. Ich glaube, der Staat sollte keinen Zwang auferlegen, sondern Anreize schaffen. Ich würde mir wünschen, das Prinzip der Frontrunner-Modelle zu unterstützen, also da, wo Innovationen stattfinden im Wirtschaftsraum, die auch zu belohnen und ein Belohnungssystem dafür zu etablieren. Das zweite, Verlässlichkeit und Planungssicherheit in Fragen eines CO2-Preises mit all seinen Auswirkungen.
Das muss sich massiv verbessern. Ich sage mal, die Beispiele der vorzeitigen Zeitpunkte der Dekarbonisierung von 2050 auf 2045 ist ja nur ein gutes Beispiel dafür, dass letztendlich das Windhundrennen um das beste Ziel uns dem Ziel nicht näher bringt, sondern aus Wirtschaftsunternehmenssicht das eben Planungsunsicherheit mit sich bringt. Der Staat sollte die Förderung und Erforschung von Innovationen und auch den finanziellen Hochlauf fördern, wo es um Leapfrogging geht. Ich mache mal das Beispiel Containerschiff und die Container aus dem grünen Stahl. Das heißt, Rahmenbedingungen zur Bereitstellung von genug erneuerbaren Energien und grünem Wasserstoff, der letztendlich dann durch staatlich induzierte Preisbestandteile wie Abgaben und Umlagen gesetzt werden müssen. Ja, und ich finde, der Staat muss andere Rahmenbedingungen schneller und aktiver angehen. Ich mache mal auch bewusst ein anderes Beispiel. Wenn man will, dass in Häfen auch neue umweltfreundliche Technologien wie Drohnen für Kontrollflüge und Zwischenlogistik eingesetzt werden, dann muss beispielsweise dafür schnellstmöglich eine handhabbare Regulatorik für Sicherheitsbestimmungen im Luftraum geschaffen werden, damit diese Technologie ausprobiert und hochgefahren werden kann. Planungssicherheit, Gestaltungskraft, wirtschaftliche Gestaltungskraft, keine nationalen Sonderwege, sondern Rahmenbedingungen, damit wir im internationalen Wettbewerb weiterhin bestehen können. Und der letzte Punkt, der mir in der Diskussion ein bisschen zu kurz gekommen ist, Transformation ist etwas, was gesellschaftlich getragen werden muss. Dazu zählt die Akzeptanz der einzelnen Gesellschaften, aber natürlich auch die der Mitarbeiter in Unternehmen. Und letztendlich ist nur dann ein sicherer Arbeitsplatz mit entsprechenden Beschäftigungen und Zukunft auch ein Akzeptanzziel für die Ziele, die wir hier diskutiert haben. Also bewusst Transformation als einen strukturellen Prozess sehen, wo jeder Schritt in der richtige Richtung und sei er noch so klein, eben kein kleinlicher Schritt ist, sondern ein Schritt in die richtige Richtung, dass es uns zum Ziel näher bringt. Vielen Dank. Ja, Herr Holt. Ich greife gerne auf das, was ich vorhin gesagt habe. Erstens eine positive Zukunftsvision schaffen. Denn genau wie Frau Titzrath gerade gesagt hat, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Wir müssen die Verankerung sicherstellen und das erreiche ich unter anderem dadurch, dass ich tatsächlich auch ein positives Zukunftsbild und nicht nur ein Kompromiss, Kosten, Prozentzahl, technische Maßnahmen, Detailregulierungsbild etc. zeichne. Zweitens ein Infrastrukturprogramm, ein Investitionsprogramm. Wir haben über Stromnetze gesprochen, weiterhin und beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien auf der Stromerzeugungsseite, perspektivisch Wasserstoff. Drittens, wir brauchen sektorspezifische Regulierung. Ein paar Instrumente haben wir angesprochen. Ein CO2-Preis allein wird es nicht reißen, aus all den bekannten Gründen. Wir müssen in die einzelnen Sektoren rein. Und ja, es bringt eine gewisse Komplexität mit sich. Eine Alternative sehe ich leider nicht. Viertens, wir brauchen Ausgleichsmechanismen. Es wird Gewinner und Verlierer geben, und zwar sowohl auf der Unternehmens- als auch auf der Privatkonsumentenseite. Stichwort Geringverdiener. In dem Moment, wo ich einen CO2-Preis auferlege, werden Leute das in ihren Einnahmen, in ihren Portemonnaies merken. Ich muss, Stichwort wieder gesellschaftliche Akzeptanz, dafür Ausgleichsmechanismen sorgen, genauso wie ich es auch auf der Unternehmensseite tun muss. Wir haben über die Schwierigkeiten bei CBAM gesprochen. Gleichwohl glaube ich persönlich dran, dass wir uns in die anstrengende Detaillierung solcher Instrumente begeben werden müssen, wenn wir vorankommen wollen. Das wären die Punkte, die ich mitgeben würde. Herzlichen Dank. Herr Lösch? Ich würde mir zum einen wünschen, dass wir ein gemeinsames Verständnis haben, dass das ein Prozess ist, ein Transformationsprozess und dass er am Ende dazu führt, dass nicht nur Deutschland, sondern auch Europa weiterhin florierende, wohlhabende, friedliche Länder sind, die auch stark auf Wertschöpfung aus Industrie aufbauen. Das ist das eine, was ich mir wünschen würde. Das zweite, was ich mir wünschen werde, ist tatsächlich, dass es uns gelingt, die globale Dimension stärker zum Vorschein zu bringen. Vor meiner Zeit hat der BDI mal so einen globalen CO2-Preis gefordert. Das halte ich für unrealistisch, nahezu surreal, weil jedes Land andere Voraussetzungen hat. Aber ich glaube schon, dass es im Interesse aller politisch Tätigen sein sollte, diese gemeinsame, vergleichbare, vielleicht auch miteinander verknüpfbare Logik von CO2-Bepreisungen, ja, vielleicht machen es die einen mit Regeln, die anderen mit einem Preis, aber dass man diese Ambition vergleichbarer und vielleicht auch miteinander koppelbarer machen kann, weil meine feste Überzeugung ist,
wenn nicht mehr jeder Staat die schützende Hand über seine Industrien, über sein Land hält beim Thema Klimaschutz, sondern wir so eine Art halbwegs fairen Wettbewerb, gutes Stichwort, um diese Uhrzeit haben, dann glaube ich, dann hat Deutschland und vor allen Dingen auch Europa in Summe eine reale Chance, sich in diese Zukunft zu verändern. Und machen wir uns auch eins klar, diese Veranstaltung wird nicht so laufen, dass alles, was heute bei uns ist an Wirtschaft, in 2045 einfach nur grün ist, aber trotzdem gleich. Wir müssen uns davon freimachen, dass alles immer so bleibt, wie es heute ist. Und das ist ja auch das Spannende. Aber das Alternative muss natürlich auch das Land, seine Menschen und auch die Unternehmen ernähren können. Rainer Backe? Ja, sehr konkret. Erstens Vermeidung von Fehlinvestitionen durch ein klares Enddatum für die Verwendung von Öl, Erdgas und Kohle, 1. Januar 2045. Eine schnelle Dekarbonisierung des Stromsektors durch eine preisinduzierte Beendigung der Kohle, keine Neuverhandlung, 2030, 80 GW Windenergie an Land, 25 GW Wind offshore, 150 GW Photovoltaik, damit der Strom in den anderen Sektoren eingesetzt werden kann für die Dekarbonisierung. Und das heißt dem Verkehrssektor 14 Millionen E-Pkw plus Umstieg auf ÖPNV. Das bedeutet dem Gebäudesektor Schlüsseltechnologie, die Wärmepumpe, Ausbau der Wärmenetze und natürlich die Verbesserung der Effizienz. Und im Bereich der Industrie ist es vor allen Dingen eine große Menge an Wasserstoff, der möglichst schnell mit einem entsprechenden Markthochlauf hier produziert werden kann. Und in dem Bereich der Landwirtschaft sind es zwei Dinge, nämlich weniger Einsatz von Stickstoff und eine Wiedervernässung der Moore. Und das Ganze dann mit sozialem Ausgleich wegen der CO2-Bepreisung und der positiven Geschichte, dass wir hier über Modernisierung reden und nicht über Verzicht. Vielen Dank. Das klang schon fast wie ein konkretes Regierungsprogramm, zumindest eine Blaupause für die nächsten Koalitionsverhandlungen. Ich möchte mich bei Ihnen allen sehr herzlich für eine interessante Diskussion bedanken. Und bevor wir zum Schluss kommen, hat selbstverständlich Frau Professor Schnitzer noch um Ihr Resümee bitten. Gut, dann könnte ich es jetzt ganz mir einfach machen und könnte sagen, was Herr Barke gesagt hat, klingt alles sehr gut. Ich hätte nur gerne bei allem ein Preisschild und dann alles nochmal aufaddiert und dann nochmal genau gewusst, wie das alles finanziert werden soll. Denn das kommt mir an manchen Stellen nicht ganz so billig vor. Das ist vielleicht genau mein Punkt. Wir brauchen an der Stelle auch mehr Transparenz mit Preisschildern, all den Maßnahmen. Wir brauchen Transparenz, wie das eine mit dem anderen jeweils zusammenhängt. Ich hatte vorhin gesagt, Strom in der Nordsee produzieren ist wunderbar, wenn man auch sagt, wie die Trasse den Strom in den Süden bringt. Wir wollen mehr Elektromobilität für die, die sich das vielleicht nicht leisten können, dann entsprechend öffentlichen Nahverkehr. Wir müssen an der Stelle investieren, also das bin ich ganz bei Infrastruktur, aber auch da müssen wir das Preisschild dran machen. Wir brauchen ganz sicherlich klare Planbarkeit und da bin ich eben auch ganz bei Frau Titzrath. Wir brauchen einen klaren CO2-Preis, wir müssen sagen, wie der sich entwickeln wird. An der Stelle noch mal ganz kurz, es ist wichtig, dass wir einen CO2-Preis bzw. ein ETS-System mit Preiskorridor haben. Es wird ja momentan auch von manchen im Wahlkampf gesagt, ein ETS-System ist besser, ist mehr Markt. Das Problem da ist einfach, dass der Preis sehr stark schwanken kann und das schafft natürlich gar keine Sicherheit. Also ETS-System mit klarem Preiskorridor ist an der Stelle das Mittel der Wahl mit klarer Planbarkeit. Und zum Schluss, das wird nicht überraschen, das ist mein Lieblingsthema, aber eben für mich auch die vornehmste Aufgabe des Staates, wir müssen die Forschung fördern, damit das Ganze tatsächlich am Ende mit einem Preisschild kommt, was wir uns auch wirklich leisten können. Damit würde ich dann schließen. Vielen Dank. Vielleicht noch ein paar Takeaways von meiner Seite. Ohne jetzt allzu viel zu doppeln oder zu verdreifachen. Ich glaube, es gab einen großen doch Grundkonsens hier in der Runde, dass man die Geschichte dieser ökologischen Transformation der Industriegesellschaft als einen Aufbruch und nicht als einen Abbruch unternehmen anlegen muss. Nicht nur erzählen, sondern in der Wirklichkeit auch so anlegen muss. Also wirklich einen Aufbruch zu neuen Ufern, eine neue Stufe in einer modernen
Industriegesellschaft. Nur dann wird es auch zu einem ökonomischen Erfolgsmodell und nur dann ist es dann auch global anschlussfähig. Ja, was neben den Hausaufgaben, die wir zu erledigen haben, in der Reduktion unserer eigenen Treibhausgasemissionen gegen Null, ich vor allem als die internationale Rolle der Bundesrepublik sehe, als eine Art Pilotmodell zu fungieren, was zukunftsfähige und global anschlussfähige Lösungen für eine wachsende Weltwirtschaft sagen, produziert. Ich glaube, wir müssen noch mal viel nachdenken über dieses Spannung zwischen, ja, wir brauchen einen Plan und Unternehmen brauchen Planbarkeit als Rahmenbedingung für ihre Investitionen. Es war eine möglichst langfristig angelegte Planbarkeit und gleichzeitig muss dieser Prozess offen genug sein für Lernerfahrungen, für Korrekturen und auch für Entwicklungen, die wir jetzt noch nicht voraussehen. Ich meine, 23 Jahre, sagt Rainer Barke immer, 23,5 sind kurz und trotzdem glaube ich nicht, dass man das Ziel erreichen wird, einfach mit dem, was wir heute schon kennen, wissen und können, sondern dass wir, das war das Stichwort Forschung und Entwicklung, auch weiterhin in Innovation brauchen, und zwar Sprunginnovationen, die wir uns heute noch gar nicht konkret vorstellen können. Das führt zu dem, ich glaube, war auch weitgehend Konsens, dass dieser Prozess eben ein großes Investitionsprogramm ist. Ja, dass dieser Umbau der Industriegesellschaft, ihrer Verkehrsinfrastruktur, ihres Energiesektors, ihrer Industrie, ihrer Landwirtschaft ist ein gewaltiges Investitionsprogramm. Und dafür brauchen wir einen Mix von privaten und öffentlichen Investitionen und Rahmenbedingungen, auch steuerliche Rahmenbedingungen, die das befördern. Das ist eben kein Schrumpfungslangprogramm. Und letzter Punkt, dafür war, glaube ich, die Diskussion heute ein ganz gutes Beispiel. Natürlich brauchen wir einen Streit über Wege, über konkrete Maßnahmen, vielleicht auch über unterschiedliche Geschwindigkeiten. Aber wir brauchen doch sowas wie einen gesellschaftlichen Grundkonsens zwischen den wichtigsten Akteuren, damit dieses Unternehmen nicht bei jeder Bundestagswahl neu in Frage gestellt wird und damit wir nicht in eine Polarisierung kommen zwischen denen, die sich immer stärker radikalisieren und denen, die versuchen, das Ganze aufzuhalten, zu verlangsamen, sagen, abzublocken. Das wäre eine sehr kontraproduktive Entwicklung. Und deshalb ist diese Arbeit an einem Grundkonsens sowohl zwischen den demokratischen Parteien, aber auch zwischen Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft, glaube ich, eine wichtige Erfolgsbedingung für diese große Transformation. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch nochmal an unsere Kooperationspartner, die Bundesbank und das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Die nächste Veranstaltung folgt schon am kommenden Montag. Ich freue mich sehr auf die weitere Diskussion. Alles Gute und für die, die es doch interessiert, noch einen interessanten Fußballabend. Tschüss. Herzlichen Dank.